Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum heutigen Nachmittag. Wenn Sie nicht in dieser Session sind, haben Sie was falsch gemacht. Denn wir haben ein hochaktuelles Thema, Impfungen. Leider haben wir keine Orakelfähigkeiten, sonst hätten wir Pocken auch noch aufgenommen. Aber ich glaube, wir haben für die Pneumologie wesentliche Themen, in denen es in allen etwas Neues gibt. Wir haben fantastische Redner und ich hoffe, wir haben auch eine gute Diskussion. Diese Sitzung wird aufgenommen, deshalb bitte ich Sie, für Fragen an die Mikrofone zu gehen, weil Sie sonst im Stream nicht verständlich sind. Und damit starte ich und freue mich, Susanne Herold vorzustellen, die Chefin der Infektiologie an der Universität Gießen-Marburg und meine Partnerin im DZL in der Pneumonie-ARDS-Gruppe. Und Susanne beschäftigt sich ja seit Jahrzehnten jetzt eigentlich schon mit Influenza und sie wird uns einen Überblick geben, wo wir da stehen. Ja, lieber Tobias, lieber Herr Kluge, vielen Dank für die nette Einführung. Meine Aufgabe ist es heute, Ihnen ein Update zu geben zur Influenza-Impfung. Das möchte ich gerne tun. Das sind meine Interessenskonflikte, die haben Sie eben schon gesehen. Und wenn ich zur Influenza erzähle, zeige ich immer sehr, sehr gerne dieses Bild. Ich finde es extrem eindrucksvoll. Das ist eine Publikation aus 2018 vom ECDC, also vom europäischen CDC. Da hat man geguckt nach den 31 am häufigsten vorkommenden Infektionserkrankungen in Europa und hat die Inzidenz mit der Mortalität aufgetragen. Und man sieht, dass die Influenza ganz außen rangiert, sowohl in der Inzidenz als auch in der Mortalität. Und die Größe dieses Kreises zeigt die sogenannten Disability Adjusted Life Years, also die Morbidität und auch die Folgemorbidität der Influenza. Da sind wir also ganz oben. Dazu kommen noch, dass Folgeerkrankungen wie die invasive Pneumokokkenerkrankung, also Pneumokokkenpneumonie und auch die Haemophilus Influenza Infektion, ich habe aus Versehen hier den Kringel falsch gesetzt, müsste hier sein, die ja häufig dann als bakterielle Superinfektion nach respiratorischen Virusinfektionen auftreten können, die sind auch nicht zu verachten in ihrer Zahl und in ihrer und in der Mortalität. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass die Influenza die häufigste impfpräventable Infektionserkrankung ist, dann müssen wir uns ja immer noch irgendwie fragen, was machen wir falsch? Dazu kommt aktuell die Frage, was passiert in postpandemischen Saisons jetzt mit der Influenza? Wir haben jetzt 2 Jahre keine Influenza gehabt oder 2 Saisons. Und es ist nicht ganz klar, wie sich das ausgewirkt hat auf die populationsbasierte Immunität oder Immunlage gegen die Influenza. Insofern kann es gut sein, dass wir auch in der nächsten Zeit mit heftigeren Influenza-Saisons wieder rechnen müssen. Nicht nur die Infektion an sich oder selbst ist das Problem, sondern auch, dass die Influenza das Risiko für Folgeerkrankungen erhöht beziehungsweise andere Erkrankungen, die nicht direkt mit der Infektion zu tun haben, wie den Myokardinfarkt oder auch einen apoplektischen Insult. Da ist das Risiko kurz nach der Infektion bis zu 10-fach beziehungsweise bis zu 8-fach erhöht. Ich habe Ihnen mal die Fallzahlen der letzten Influenza-Saisons mitgebracht. Wie gesagt, die beiden letzten sind ja sozusagen ausgefallen. Und man sieht hier, dass es 2017-18 eine besonders heftige Saison gegeben hat mit über 330.000 laborbestätigten Fällen, wobei man beachten muss, dass nur der direkte Nachweis, also wirklich nur die Laborbestätigung, gemeldet wird. Insofern wird die Zahl eigentlich wesentlich unterschätzt und das RKI schätzt, dass es eigentlich 20-fach höher ist. In 2017-18 war es so, dass vor allem Infektionen mit Influenza B aus der Yamagata-Linie vorhanden waren. Also 66% der Infektionen waren das. Und das Problem war, dass die Influenza-Vakzine diese Linie nicht inkludiert hatte in diesem Jahr, sodass seither immer der 4-fach-Impfstoff empfohlen ist, also 2 B-Linien und 2 A-Linien. Und das ist hier gezeigt. Das Influenza-Virus hat ja auf der Oberfläche das Hämagglutinin und die Neuraminidase und dagegen richten sich die Antikörper. Und die äußeren Regionen, vor allem das Hämagglutinin, unterliegen häufigen Mutationen. Spätestens seit Covid wissen wir, was das bedeutet, auch für eine Impfung und für die Antikörper, die dann entsprechend gebildet werden und eben nicht mehr so gut neutralisieren. Und in der Influenza-Impfung, also KIF, das ist die quadrivalente Influenza-Vakzine, sind eben immer ein
H1N1-Strain enthalten. Das ist der Abkömmling des pandemischen Virus von 2009-2010, ein H3N2-Virus, B. Yamagata und B. Victoria. Das ist in der Regel eine eibasierte Spaltvakzine. Und es gibt eben diese jährliche Adaptation aufgrund dieser Punktmutation, die man Antigen Drift nennt, eben vor allem hier und weniger in der Neuraminidase. Und die WHO adressiert jedes Jahr für die Nord- und für die Südhalbkugel oder macht eine Prädiktion, welche Mutationen denn jetzt wohl da sein werden, beziehungsweise welche Linien kommen werden, und gibt dann einen Report, und danach werden dann auch die Vakzine angepasst. Ganz kurz, Sie wissen das eigentlich alle, möchte ich nochmal die Impfempfehlung für Erwachsene der STIKO Ihnen hier vorstellen. Das sind in erster Linie alle Personen ab 60 Jahre. Das sind die Schwangeren ab dem zweiten Trimenon, bei Risikoschwangeren oder Grundleiden auch ab dem ersten Trimenon. Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens, das ist hier dargestellt, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Bewohner von Alters- und Pflegeheimen und Personen, die als mögliche Infektionsquellen für besonders Gefährdete gelten können, im gleichen Haushalt leben. Und natürlich dann gibt es die Berufsindikation, das medizinische Personal und Personen, die in Einrichtungen mit besonders umfangreichem Publikumsverkehr arbeiten. Wichtig vielleicht zu wissen nochmal, die Simultanimpfung mit einer Covid-Impfung ist möglich. Das wird sicherlich im nächsten Herbst dann auch nochmal relevant. Und was ist jetzt neu? Neu ist, dass alle Personen ab 60 Jahren seit letztem Jahr mit einem Hochdosis-Impfstoff geimpft werden sollen. Und da möchte ich Ihnen noch die Rationale vorstellen. Wir wissen, dass ältere Erwachsene deutlich stärker unter Influenza-assoziierter Morbidität und Mortalität leiden. Und man sieht es hier. Hier ist es noch gar nicht so ganz eindrucksvoll. Da geht es um die Hospitalisierungen. Das war diese heftige B-Saison 2017-18. Da waren 58% aller Hospitalisierten über 60 Jahre. Aber wenn man sich die Sterbefälle anschaut, waren das eben 86%. Und man sieht also, dass die älteren Patienten eben deutlich häufiger und schwerer betroffen sind von der Infektion. Warum ist das so? Das ist so, weil wir im Alter es mit der Immunseneszenz zu tun haben. Und Immunseneszenz betrifft verschiedene Arme des Immunsystems. Das innate Immunsystem, da wissen wir, dass zum Beispiel dendritische Zellen nicht mehr so gut Antigen präsentieren können. Wir wissen, dass Makrophagen nicht mehr so gut Killing oder Phagozytose von Erregern machen können. Und auch innate Lymphozytenpopulationen können nicht mehr so gut funktionieren. Zum Beispiel ist bei den NK-Zellen die Interferon-Gamma-Antwort reduziert. Das adaptive Immunsystem, es funktioniert auch nicht mehr so gut. Und das ist ja besonders wichtig im Kontext der Impfung. Antikörperproduktion ist nicht mehr so gut, das Repertoire der entsprechenden Rezeptoren wird niedriger, die Memory-Zellen kommen in eine Art Erschöpfung und verschiedene Mechanismen tragen dazu bei. Das ist der eine Teil. Was auch wichtig ist im Kontext der Infektion, ist, dass es zu so einer Art Inflammaging kommt im Alter. So nennen wir das. Das bedeutet, dass die Immunantwort nicht mehr gut gerichtet ist gegen den Angreifer, also gegen das Pathogen, also die Wirtsantwort oder Host Response ist nicht mehr so gut. Gleichzeitig kommt es aber zu einer erhöhten Inflammationsregulation oder Inflammationsantwort, die nicht mehr gut ausbalanciert ist. Und das führt auch dazu, dass bei älteren Patienten solche Infektionen dann auch mal schwerer verlaufen können mit einer erhöhten inflammatorischen Antwort. Generell gilt die Wirksamkeit der Influenza-Vakzine in Bezug auf laborbestätigte Influenza liegt über alle Altersgruppen verteilt zwischen 20% und 60%. Der Median ist 48 und bei den Älteren liegt es eben noch etwas darunter als dieser Median. Das führt dazu, dass es gerade bei den über 60-Jährigen auch eine geringe Inanspruchnahme gibt. Das ist nur ein Drittel ungefähr regelmäßig geimpft. Gut, die STIKO hat sich dieses Problems angenommen und hat neue zugelassene Impfstoffe dann geprüft in diesem Kontext. Und da gab es vier verschiedene Ansätze, nämlich einmal Influenza-Impfstoffe zu adjuvantieren, dann eben eine höhere Dosis zu nehmen, das Hemagglutinin, nämlich eine vierfach erhöhte Dosis im Vergleich zum Standardimpfstoff. Man hat zellkulturbasierte Vakzine und rekombinante Vakzine auch sich angesehen, von denen man auch ausgeht, dass sie eine bessere Impfantwort machen als die Ei-basierte Spaltvakzine.
Am Ende, ich fasse es zusammen, ist rausgekommen, dass nur die Hochdosisvakzine eine bessere Immunantwort vor allem bei den älteren Personen macht. Da gibt es verschiedene klinische Studien. Ich will die jetzt nicht alle darstellen, nur vielleicht die zwei wichtigsten Papers dazu noch mal ganz kurz vorstellen. Der ECDC hat das ebenfalls bewertet und hat dann sehr ausführlichen Bericht dazu verfasst. Falls Sie das interessiert, kann man da noch reingucken. Also die STIKO empfiehlt allen Personen im Alter von über 60 Jahren im Herbst eine jährliche Impfung gegen die saisonale Influenza mit einem inaktivierten quadrivalenten Influenza-Hochdosis-Impfstoff, jeweils mit der aktuellen von der WHO empfohlenen Antigenkombination. Es gibt eine wichtige Studie dazu, die wurde im New England Journal publiziert, hatte sich zwei Saisons angeguckt, 11-12 und 12-13 mit über 32.000 Studienteilnehmern. Es war eine Multicenter-Studie in USA und Kanada und die Intention-to-Treat-Analyse hat gezeigt, dass von diesen 32.000 Studienteilnehmern 1,4% im Hochdosis-Impfstoff eine Influenza hatten und 1,9% in der Standarddosis. Das hört sich jetzt nicht so furchtbar viel an, aber wenn man sich die Daten anschaut, sieht man, dass die relative Vakzineffektivität 24% mehr ist. Und es gab kein Safety-Signal, also keine wesentlichen Nebenwirkungen, das war identisch in beiden Gruppen. Und die Immunogenität, also die Antikörpertiter, war signifikant höher in der Hochdosisgruppe, ungefähr doppelt so hoch. Was bedeutet denn jetzt eine relative Wirksamkeit? Das ist ein Begriff, der ist ziemlich schwierig zu fassen, deshalb habe ich das hier mal aufgelistet. Es bedeutet zum Beispiel, bei einer Wirksamkeit der Standarddosis von 40% hat man dann mit der Hochdosisvakzine eine Wirksamkeit von 54%, also eine absolute Wirksamkeit. Und das variiert natürlich, je nachdem, wie gut die Prädiktion ist des Impfstoffes und welche Kombination man hat und wie das gut matcht mit den zirkulierenden Viren. Es gab nochmal eine retrospektive Studie vom CDC, gemeinsam mit der FDA zusammen publiziert. Die haben Daten ausgewertet von Medicare, also das sind im Prinzip die US-basierten KV-Daten. Das war eine Influenza-Saison und da hat man sich 2,5 Millionen Patienten angesehen im Alter von 65 Jahren und älter und hat eben diese beiden Impfstoffe verglichen. Das war damals noch die trivalente Vakzine. Und der primäre Endpunkt war eine wahrscheinliche Influenza-Infektion, definiert als Arztbesuch mit Influenza-Schnelltest und gleichzeitiger Ausgabe eines antiviralen Medikaments Oseltamivir. Und man sieht, dass das relativ gut reproduziert, was in der Studie, die ich eben vorgestellt habe, auch gezeigt wurde. Es gab 22% mehr relative Wirksamkeit gegenüber der Standarddosis im Kontext wahrscheinliche Influenza-Infektion, das ist hier gezeigt, und die gleiche Zahl, 22% mehr relative Wirksamkeit bei der Prävention von Notaufnahmebesuchen oder Hospitalisierung. Das ist jetzt kein Game Changer, das hat dazu geführt, dass die STIKO-Empfehlung adaptiert wurde, aber ich denke, wir müssen noch besser werden. Deshalb gibt es verschiedene Entwicklungen, die ich ganz kurz in drei Slides nochmal vorstellen möchte. Natürlich ganz vorne jetzt die mRNA-basierte Vakzine. Seit Covid wissen wir, dass die besonders gut funktioniert und eben auch gut bei respiratorischen Infektionen funktionieren kann. Sie hat im Prinzip folgenden Mechanismus. Zum einen kann sie, je nachdem, wie die mRNA modifiziert ist, auch gleichzeitig wie ein Adjuvans wirken, weil mRNA von der Wirtszelle erkannt wird als fremd, also auch als virales Antigen und dadurch können direkt auch TLR- oder Interferonsignalwege getriggert werden und das kann die Immunantwort verbessern, je nach Modifikation. Was dann passiert, ist eben, dass die mRNA hier ausgeschleust wird nach der endosomalen Aufnahme und Protein wird dann translatiert, also Hämagglutinin und Neuraminidase wird auf der Zelloberfläche exprimiert, kann dann eben an B-Zellen präsentiert werden, die durch T-Zellen dann mit getriggert werden oder stimuliert werden und es kommt zu einer Antikörperproduktion. Gleichzeitig wird es auch abgebaut proteasomal in der Zelle und wird dann auch direkt an CD8-T-Zellen präsentiert. Das ist das Wirkprinzip sozusagen. Das sind jetzt gerade Phase 1 und 2 Studien, die sich mit Safety und Reaktogenität beschäftigen und auch der Immunogenität, was die Antikörpertiter anbelangt. Natürlich interessant ist eine Kombination mit anderen Impfstoffen, also zum Beispiel eine
Kombination mit Covid-mRNA-Vakzine oder auch mit RSV, die man dann eben gemeinsam geben kann in den Winter- oder vor den Wintermonaten. Und weitere in Entwicklung befindliche mRNA-Vakzine sind, wie gesagt, RSV, humanes Metapneumovirus, Vogelgrippe H7N9 oder auch CMV oder Zika-Virus. Ja, in aller Munde ist immer die sogenannte universelle Influenza-Impfung, the universal vaccine. Und ich habe ja eben schon gesagt, das Problem ist, der Impfstoff muss jedes Jahr wieder angepasst werden durch die Mutationen im Kopf des Hämagglutinin und der Neuraminidase. Das heißt, die Zielstrukturen solcher Ansätze sind hochkonservierte Epitope, wie zum Beispiel der HA-Stamm. Und das HA-Molekül ist hier mal aufgezeichnet. Das ist der Kopf, hier greifen die Antikörper an, aber hier sind eben auch die Mutationen. Und der Stamm ist nicht so gut zugänglich für Antikörper, aber ist eben sehr konserviert. Und wenn man Antikörper gegen den Stamm erreichen kann, dann hat man eben, muss man eben nicht immer wieder anpassen, sondern hat möglicherweise so eine universelle Vakzine. Und andere Proteine oder Antigene oder Epitope, die jetzt da in diesem Kontext auf ähnliche Weise adressiert werden, sind zum Beispiel das Matrixprotein, das M2. Das ist ein Ionenkanal mit einer Ektodomäne, das ist auch relativ konserviert. Oder auch die Neuraminidase alleine, weil man weiß, dass die eine relativ hohe Kreuzreaktivität vorhält innerhalb eines Subtyps zum Beispiel, dann auch gegen H5N1 wirken kann, wenn sie gegen H1N1 wirkt. So. Dann will man auch erreichen im Rahmen dieser Vakzineentwicklung, dass man eine gute T-Zell- oder eine bessere T-Zell-Induktion hat. Und das ist vor allem eine Reaktion, die gegen das Nukleoprotein des Virus funktioniert oder gegen M1 oder die Polymerase PB1 und 2. Und man sieht hier, das sind die aktuellen Trials, die laufen. Das sind 31 jetzt hier gegen innere Proteine und 29 gegen die Oberflächenproteine. Also das hält sich so die Waage, diese verschiedenen Ansätze. Und aktuell aktive klinische Studien zur universellen Vakzine sind hier mal aufgelistet. Das sind so etwas über 10. Also es ist schon zu erwarten, dass man da irgendwann auch mal Erfolg hat. Und dann ganz am Ende noch neuere Verabreichungsmethoden zur Verbesserung der mukosalen Immunität durch eine lokale Deposition. Das machen wir ja schon bei Kindern mit der attenuierten Lebendvakzine und dem Nasenspray. Und das Ziel ist die Induktion ortsständiger Memory B- und T-Zellen, vor allem im nasopharynx-assoziierten Lymphoidengewebe und im Bronchus-assoziierten Lymphoidengewebe, dann eben im oberen und möglichst auch im unteren Respirationstrakt und gleichzeitig die Induktion mukosaler Antikörper, denn die Mucosa ist ja sozusagen die First Line of Defense. Und wenn man das kombiniert mit anderen systemischen Vakzinen, kann man möglicherweise eine bessere Effektivität auch erreichen. Gut, ich fasse zusammen. Was ist neu? Alle Personen ab 60 Jahre sollen mit einem Hochdosis-Impfstoff geimpft werden, mit einem quadrivalenten Hochdosis-Impfstoff. Und weitere zugelassene Impfstoffe, die in diesem Kontext jetzt aber auch noch weiter entwickelt werden mit Sicherheit, sind entweder adjuvantiert oder zellkulturbasiert und rekombinant. Man muss sagen, die sind im Moment auch wichtig für Patienten mit Hühnereiweißallergie. Da kann man solche Impfstoffe dann auch gut verwenden. In Entwicklung befindlich sind mRNA-basierte Impfungen, gegebenenfalls in Kombination, denkbar Influenza, Covid, RSV, sogenannte universelle Impfstoffe, die keine jährliche Anpassung erfordern sollen, und mukosal applizierbare Impfungen, gegebenenfalls dann in definierten Prime-Boost-Protokollen zusammen mit systemischen Impfungen. Und damit bin ich am Ende und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Susanne. Ich habe eine Frage im Chat, die ich für Martin Kolditz nachher aufbewahre. Sehe jetzt niemand an den Mikrofonen, dann habe ich zwei Fragen an dich. Die Übertragung von Influenza findet ja vor allem in Kindergärten, Schulen, Universitäten, am Arbeitsplatz statt. Nun ist die Impfempfehlung so ganz auf die über 60-Jährigen ausgerichtet. Warum machen wir eigentlich keine Impfempfehlung in dem Bereich, wo die Übertragung am größten ist?
Ja, gute Frage. Und ich meine, durch das Tal der Tränen sind wir mit Covid ja gegangen in der letzten Zeit, muss man sagen. Also was die STIKO eben macht, ist eine Abwägung natürlich der Relevanz einer Impfung oder der Impfung einer ganzen Gruppe, wie jetzt Kinder, Schüler, whatsoever, im Kontext der Transmission, aber eben vor allem auch im Kontext der individuellen und eigenen Gefährdung. Und das haben wir ja jetzt gesehen, die 5- bis 11-Jährigen hatten zunächst auch bei Covid keine globale Impfindikation, sondern nur für die Risikokinder, eben weil man gesagt hat, naja, das Kind, das Individuum erkrankt eben selbst nicht schwer, können wir das wagen. Dabei muss man sagen, bei den Influenza-Impfungen haben wir natürlich viel mehr Safety-Daten. Und ja, also das ist eine Abwägung zwischen dem individuellen Nutzen und dem Nutzen für die Bevölkerung. Und ja, aber es ist vollkommen richtig, die meiste Übertragung und findet tatsächlich bei jungen Kindern sogar statt, also im Kindergartenalter und dann im frühen Schulalter, das ist richtig. Ich kann nur sagen, in der 2018er-Epidemie hatten wir eine ganze Reihe junger Menschen mit schwerster Myokarditis, gerade mit dem Influenza B Yamagata-Stamm. Und ehrlicherweise sind uns auf der Intensivstation alle verstorben, die eine schwere Myokarditis hatten. Ja. Also die Vorstellung, dass es nur die Alten erwischt, ist vielleicht auch nicht ganz die richtige. Nee, wir haben ja auch immer mal junge, gesunde Patienten auf der Intensivstation beatmet, an der ECMO. Das sind in so einer normalen Standardsaison immer mal so 3, 4, 5. Und in dieser heftigen Saison waren das so viele, dass Patienten verlegt werden mussten, damals von Thüringen nach Hessen und zurück. Also das war ja schon nicht zu verachten. Das ist sicherlich richtig. Und vielleicht zu diesem Punkt Myokarditis, das ist noch nicht so richtig verstanden und das war auch so ein Phänomen dieser einen Saison, das ist dann nicht mehr aufgetreten. Jetzt haben wir natürlich auch 2 Jahre wieder ausgesetzt, aber dem muss man sicherlich auch nochmal nachgehen. Ja. Meine zweite Frage leitet schon zum nächsten Redner über. Da wird jetzt die Kombi-Impfung Influenza SARS-CoV-2 so ein bisschen promotet. Und natürlich, wenn man eine Impfung an einem Termin machen kann, ist das von der Compliance her mit Sicherheit besser. Aber ist das vom Zeitpunkt gut? Ich denke, dass wir SARS-CoV-2-Auffrischung ja eher in den frühen Herbst terminieren. Wir haben jetzt dieses Jahr so eine kleine, sehr späte Influenza-Welle im April, Mai gesehen. In den USA habe ich gerade gelernt, die haben diese Welle immer noch in den Juni hinein. Sind wir da mit einer September-Impfung nicht zu früh und verlieren die Wirkung in das Frühjahr hinein? Ja. Ja, also man weiß ja, dass so nach circa 6 Monaten, das ist jetzt bei Covid so, bei Influenza ist es ähnlich, so eine Art Waning stattfindet, bei älteren Patienten früher. Aber dennoch würde ich sagen, aus Praktikabilitätsgründen, wenn das denn funktioniert, und man muss sich auch angucken, ob das funktioniert, man kann nicht sagen, weil eine mRNA-Influenza-Vakzine und eine mRNA-Covid-Vakzine jeweils einzeln funktioniert, geht das auch zusammen. Weil das boostert sich ja auch gegenseitig oder hat Effekte, die man vielleicht gar nicht will. Also man muss da schon auch in klinischen Studien das gut überprüfen. Das wird auch noch eine Weile dauern. Ich denke, vom Timing her ist es gut. Was wir jetzt gesehen haben, sind Verschiebungen der Influenza-Welle nach später. Wir haben zum Beispiel auch RSV im Sommer gesehen, vor allem in den USA, aber auch bei uns hatten wir ja dann auch mal die pädiatrischen Abteilungen gefüllt zu ganz untypischen Zeitpunkten mit RSV. Also durch Covid und durch die Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen etc., all das, haben sich natürlich auch alle anderen saisonalen Erregerwellen, also Viruserregerwellen verschoben. Ich glaube aber nicht, dass das ein Effekt sein wird, den wir jetzt über lange Zeit sehen werden, sondern das wird dann auch wieder in die, sagen wir mal, normale Saisonalität eingehen, in die auch höchstwahrscheinlich ja Covid eingehen wird. Ja. Ganz herzlichen Dank für den Vortrag, Frau Herold. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist ja ein Präsidentensymposium und wir haben uns gedacht vom Organisationsteam, worüber müssen wir hier auf jeden Fall reden? Und ich habe mir überlegt, was sind eigentlich die größten medizinischen Innovationen der letzten Jahrzehnte? Und dann bin ich schnell auf die Impfung gekommen und kein Symposium ohne Covid. Und deswegen gehen wir jetzt weiter mit der Impfung gegen SARS-CoV-2. Und wir haben einen tollen Referenten, Leif Erik Sander, leitet die medizinische Klinik an der Charité mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie. Er ist Leiter einer Arbeitsgruppe zum Thema Impfstoffentwicklung und er ist einer von 2 Pneumologen im Expertenrat der Bundesregierung. Ich denke, all das prädestiniert ihn hier, diesen Vortrag zu halten zum Thema Impfung gegen Covid. Bitte, Herr Sander.
Ja, Herr Kluge, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich wollte noch einmal kurz auf den Einwand von sozusagen wegen der Influenza antworten. Wir müssen aber auch Australien gucken, das geht jetzt los schon. Die sind viel früher dran dieses Jahr. Das kann uns natürlich auch blühen. Von daher würde ich mich auf keine Prognose versteifen, dass wir das jetzt alles nächstes Jahr wieder im März, April kriegen. Sondern vielleicht kriegen wir das auch schon im September, Oktober, wissen wir natürlich nicht. Von daher denke ich, gewinnt dann letzten Endes der Uptake. Und wenn wir es zusammen machen, haben wir einen hohen Uptake und Immunogenitätsdaten zeigen, Kombi funktioniert. Zumindest von Antikörpern her gut. Also ich würde dafür plädieren, dass am besten sogar auch die Impfzentren auch Influenza gleich mit impfen dürfen. Und dass wir die aufhalten, wenn wir dann nochmal eine Kampagne machen müssen, können wir das da in einem abfrühstücken. Vielleicht erreichen wir mal eine vernünftige Impfquote. Also vielen Dank für die Einladung. Eigentlich ist die Zeit ein bisschen knapp für das Thema. Das ist zwar nur eine Erkrankung, aber wenn man überlegt, Safety, da gab es viel Aufregung in der letzten Zeit. Dann sozusagen die Frage vierte Impfung, Omikron, neue Mutationen, angepasste Impfstoffe, nasale Impfstoffe, Universalimpfstoffe. Man könnte hier sozusagen auch länger darüber reden. Ich werde mich beeilen und hoffe, Sie da jetzt ein bisschen zu einigen Punkten wieder abzudaten. Also eine Sache ist die Safety. Da ging neulich eine ziemlich unselige Sache durch die Medien. Will ich jetzt auch gar nicht weiter kommentieren. Auf jeden Fall, wir haben uns das auch nochmal ganz genau angeguckt. Da ist absolut, diese Aussagen sind absolut unhaltbar. Wir haben große Untersuchungen, zum Beispiel aus Israel, die sich angesehen haben, an Versorgungsdaten, an Krankenkassendaten, hohe Qualität, die mal verglichen haben. Wir sind AE-Raten und Komplikationsraten im Vergleich. Komplikationsrate nach einer Infektion bzw. eine AE sozusagen nach einer Impfung. Dann sehen wir das, was wir schon wussten. Wir haben ein erhöhtes Risiko für die Myokarditis nach mRNA-Impfung. Allerdings können wir das ganz gut angrenzen. Das ist vor allen Dingen nach der Zweitimpfung. Das betrifft männliche Jugendliche und junge Männer. Bei den Kindern ist das Signal eigentlich schon fast nicht mehr da, bei älteren Gruppen eigentlich auch nicht so wirklich. Das ist aber signifikant, das wissen wir. Zum Glück in der Regel heilt das folgenlos aus, ist selbstlimitierend. Wir haben aber auch Myokarditis-Fälle, nicht nur bei der Influenza, sondern eben auch bei Covid beobachtet. Und die Israelis haben sich das angeschaut. Also man kann jetzt eine Zahl dran machen. Auf jeden Fall ist die Myokarditis nach Covid häufiger als nach Impfung. Das kann man mal mitnehmen. Und wir haben ein kleines Signal bei Zoster, aber dann kennen Sie diese ganzen Sachen mit den thromboembolischen Komplikationen, die natürlich nach einer Infektion auftreten. Dann finde ich ein sehr wichtiges Paper, was ein Phänomen aufgreift, was viele in diesem Raum eigentlich schon kennen von anderen Pneumonien, nämlich nach einer ambulant erworbenen Pneumonie, auch durch Pneumokokken oder durch Influenza, erhöht sich die kardiovaskuläre Mortalität in dem Folgejahr oder sogar noch länger. Und dasselbe haben die Kollegen jetzt für Covid gemacht und Sie sehen, kardiovaskuläres Outcome ist definitiv schlechter, wenn man im Jahr vorher Covid gehabt hat. Insofern, das hat Langzeitfolgen, die wir pathophysiologisch noch nicht richtig verstehen können. Aber das sollte man bitte mit einkalkulieren, wenn man sich sozusagen Impfkomplikationen, die mittlerweile sehr, sehr gut definiert sind, die extrem selten und kalkulierbar sind, vergleichen zu Komplikationsraten nach Covid. Und hier auch nochmal, man kann sagen, wir kriegen ja trotzdem eine Durchbruchinfektion, das stimmt, aber die Ausprägung zum Beispiel von den kardiovaskulären Komplikationen, die korreliert ganz gut mit der Schwere der Infektion. Das heißt, wenn Sie eine leichte Durchbruchinfektion bekommen, ist auch Ihr Risiko, das würde ich jetzt mal so extrapolieren, für einen kardiovaskulären Komplikation später durch Covid eher geringer, als wenn Sie ungeschützt ein schweres Covid durchleben. Auch diese Sache, was sozusagen an Falschinformationen hartnäckig, renitent würde ich fast sagen, durch die sozialen Medien geht. Die Impfkampagne wäre ja assoziiert mit einer Übersterblichkeit. Ja, das Problem ist, gucken Sie sich mal die Übersterblichkeit an. Dort, wo Sie wenig impfen, haben Sie eine hohe Übersterblichkeit und da, wo Sie viel impfen, haben Sie eine niedrige Übersterblichkeit. Diese Übersterblichkeit ist ein Phänomen der Covid-Pandemie und sicherlich weiterer Phänomene, die wir noch nicht hundertprozentig verstehen können. Ich habe Ihnen aber gezeigt, es gibt Folgekomplikationen, kardiovaskuläre Mortalität, die assoziiert ist mit Covid. Insofern, dort, wo viel geimpft wird, sterben weniger Menschen. Das kann man mal so mitnehmen und alles andere ist meiner Meinung nach einfach Käse. Und noch eine Sache, Omikron. Die Impfung schützt ja nicht mehr vor der Infektion. Und Omikron ist jetzt ja ein milder, attenuierter Erreger gewesen. Wenn man das genau anguckt, hat Omikron ungefähr die Mortalität in einer naiven Population wie der initiale Wildtyp. Das wissen wir zum Beispiel. Und dieses Beispiel finde ich einfach klasse, wenn man Hongkong mit Neuseeland vergleicht. Beide Länder haben eine quasi Zero-Covid-Strategie gefahren in den ersten Infektionsfällen. Da gab es quasi kein Covid. Die haben alles sofort contained.
Neuseeland hat aber quasi nahezu 100% seiner Bevölkerung, insbesondere auch der älteren Bevölkerung, durchgeimpft. In Hongkong ist das nicht so gelungen. Da ist vor allen Dingen bei den Älteren, die hatten gar keine Erfahrung mit Covid und haben da gar nicht die Indikation gesehen, sich impfen zu lassen. Da waren zum Beispiel nur 66% der über 80-Jährigen geimpft. Dann kam Omikron. Bei Omikron hilft ihnen keine Zero-Covid-Strategie mehr, das, also unter, sage ich mal, demokratischen Bedingungen. Und dann haben sie auf einmal eine Case-Fatality von fast 5%. Und die haben wirklich Bergamo-ähnliche Szenarien gehabt in Hongkong. Da waren auch die Leichenhäuser voll. Und das hätte man natürlich bei Omikron nicht gedacht. Neuseeland, sehen Sie, hat genauso einen krassen Anstieg der Inzidenzen gehabt bei Omikron und hat aber keine Letalität gehabt. Und das ist eben der Effekt der Impfung. Das ist nicht der Effekt von Omikron oder Genetik oder irgendwas, das ist der Effekt der Impfung. Und deswegen können wir immer nur mantramäßig sagen, ohne die Immunität durch die Impfung kriegen wir auch keine Normalität wieder. Und deswegen ist diese Impfung wirklich sicher und hat uns quasi durch diese dunkelste Zeit der Pandemie durchgebracht. Wie gesagt, Omikron war natürlich ein Problem. Das ist eine Entwicklung, die wir so früh nicht antizipiert haben, die phylogenetisch schon sehr weit weg ist von dem initialen Wildtypstamm. Das Problem war, als Omikron auftrat, ganz, ganz viele Aminosäure-Austausche in diesem Spike-Protein. Das Spike-Protein ist ja das Antigen, gegen das wir impfen. Und da hat Omikron besonders viele Veränderungen. Und man hat damals schon vermutet, dass es zu einer Immunflucht führt. Und das ist eben auch so, wenn man jetzt Impfseren nimmt von gesunden, jungen Leuten, das sind jetzt Charité-Mitarbeitende, ansehen die, dann können die nach Zweifachimpfung den Omikron Pseudoviren sind das in diesem Fall nicht mehr neutralisieren, verglichen mit den anderen Varianten, da kriegen sie Superneutralisation. Das ist eine Arbeit, die wir gemeinsam mit Florian Klein in Köln gemacht haben. Was wir aber bemerkt haben ist, und das sehen Sie jetzt hier wieder, sie haben keine Neutralisationskapazität im Serum, auch spät, nach 6 Monaten nicht mehr. Wenn sie dann aber eine dritte Impfung geben, dann kriegen sie auf einmal einen richtig klasse, guten, neutralisierenden Titer. Das kann man immunologisch auch sehr gut erklären, aber was man mitnehmen kann ist, immunologisch gesehen macht der Booster hier wirklich den Unterschied. Sie haben 2 Impfdosen, dann eine gewisse Latenz und dann verbreitert sich tatsächlich diese humorale Antikörperantwort gegen das Spike-Protein so, dass konservierte Epitope adressiert werden, die eben auch in Omikron nicht verändert sind, sodass sie hier wieder Neutralisationskapazität haben. Omikron, wenn man das sozusagen aus immunologisch-antigenischer Sicht betrachtet, ist sehr weit weg von den alten Varianten, die wir gesehen haben. Und man könnte auch sagen, Omikron ist quasi der Vertreter eines neuen Serotyps, wie wir das bei der Influenza beispielsweise auch haben. Und wir sehen ja jetzt, das zeige ich Ihnen gleich, dass Omikron sich jetzt weiterentwickelt und weiter wegentwickelt. Was ist denn mit der Impfung? Wir wussten, dass es eine starke Immunflucht macht und in der Tat ist es so, dass wir das Problem jetzt haben und das sind ganz neue Daten, wirklich UKHSA aus Großbritannien, die machen das wirklich ganz klasse, geben uns immer neueste Daten zur Impfeffektivität. Hier sehen wir leider das, was wir schon vermutet haben. Die schwarzen Kästchen sind Delta, da sehen Sie nach 3 Impfungen eine bombastisch gute Impfeffektivität gegen symptomatische Erkrankungen und die lässt aber bei Omikron nach einem halben Jahr lässt die deutlich wieder nach und ich glaube, viele hier im Raum haben auch die Erfahrung gemacht, dass sie trotz Booster so eine Omikron-Infektion durchgemacht haben. Ich kann da auch ein Lied von singen. Aber, und das ist letzten Endes im nächsten Bild drin und das ist jeder der Punkt, der wichtig ist, warum haben wir trotz dieser exzessiven Inzidenzen, die wir bei Omikron gesehen haben, warum hat es die Belastung auf unseren Intensivstationen in den Krankenhäusern dennoch, ich sag mal, im Rahmen gehalten? Wir hatten zwar massig Personalausfälle, wir hatten auch massig Probleme mit isolationspflichtigen Patienten, aber wir hatten nicht so viele Patienten mit Lungenversagen und das steckt eigentlich in diesen Daten drin. Wenn Sie nur 2-mal geimpft sind, dann ist die Impfeffektivität gegen Hospitalisation und respiratorische Insuffizienz bei der Risikopopulation über 65 ist eben nicht besonders doll. Das ist aber bei 3 Impfungen deutlich besser. Aber auch hier sieht man ganz dezent in diesen Daten nach 100 Tagen, also sagen wir so nach 3,5-4 Monaten, sieht man hier schon wieder einen leichten Rückgang. Das ist natürlich relativ wenig, aber bei der Größe der Population und der Inzidenzen, die wir haben, wird das auch wieder wahrscheinlich auch möglicherweise wieder eine Belastung generieren können. Aber man kann mitnehmen, die Impfung wirkt, sie verhindert schwere Erkrankungen und respiratorische Insuffizienz. Und ich glaube, die Daten sind ziemlich stark, auch wieder aus England. Wir haben guten Schutz, wenn man als Endpunkt Mortalität sich ansieht. Aber hier sehen wir auch von über 90% Schutz vor sozusagen Mortalität, haben wir hier auch ein leichtes Waning, wenn wir sozusagen wieder jenseits der 3 Monate gucken.
Und dazu zeige ich Ihnen gleich nochmal ergänzende Daten. Das Ganze führt zu der Überlegung, die Israelis haben das sehr früh überlegt, die haben ja immer sehr, sehr schnell in die Krankenkassendaten reingeguckt. Wir hatten das letztes Jahr mit denen sozusagen auch uns dazu viel ausgetauscht. Die haben dann relativ schnell gesagt, damals dritte Impfung, haben sie aus der Delta-Welle rausgeimpft, haben auch gute Effekte gehabt und die haben das jetzt mit Omikron auch wieder probiert. Das Problem ist letzten Endes, dass sie durch eine vierte Dosis, das ist eine kleine Studie, dann sehen Sie, das sind gar nicht viele Personen, das, glaube ich, waren 2000 oder sowas, junge, gesunde Erwachsene, Gesundheitspersonal. Und ohne, dass ich Ihnen die ganzen Kurven jetzt erkläre, diese liegen alle ziemlich dicht beieinander. Schutz vor Infektion kann durch eine vierte Impfung gar nicht in diesem Kollektiv gar nicht großartig verbessert werden. Also wer sich jetzt eine Viertimpfung geben lässt und meint, da müsste ich jetzt ja gute Chancen haben, mich nicht zu infizieren, den muss man ein bisschen enttäuschen. Was aber auch in den israelischen Daten, das ist eine andere Publikation drin, steckt, dass man tatsächlich den Schutz vor schwerer Erkrankung doch nochmal verbessern kann. Die geben jetzt hier so einen Faktor 4 an, Pi mal Daumen. Der Schutz verbessert sich um das Vierfache ungefähr bei einer Hochrisikopopulation über 60 Jahren. Sie sehen aber ziemlich große Unsicherheit hier drin und wie stabil das ist, das muss man dann auch nochmal diskutieren. Diese Studie finde ich extrem interessant. Die ist noch nicht begutachtet. Das ist eine Studie aus Schweden. Aber was die sich angesehen haben, ist eigentlich, wie ist der Effekt einer vierten Dosis in einer Hochrisikopopulation, nämlich solchen, die in Pflegeeinrichtungen wohnen oder die über 80 sind. Ich zeige Ihnen jetzt die Daten für die über 80-Jährigen. Und das hier ist der Effekt auf die All-Cause-Mortality, also nicht Covid-Mortalität oder irgendwas, All-Cause-Mortality. Und im Prinzip finde ich, also wenn sich das erhärtet, und man muss sich diese Studie nochmal genau angucken, wenn sich das repliziert, muss man ja sagen, wenn sich dadurch die All-Cause-Mortality halbiert, dann muss man das ja wirklich großflächig empfehlen für diese Hochrisikopopulation. Und wir sind ja zurzeit, es gibt die Empfehlung der STIKO für die vierte Impfung bei den Hochrisikogruppen. Ich glaube aber, die wird halbherzig umgesetzt und ich rechne mich da auch mit ein. Ich habe immer gedacht, das kann man schon machen bei Hochrisikopatienten, ist sicher gut. Aber das ist mehr so eine Optimierung. Aber wenn man die Daten ansieht und sich sowas bestätigen sollte, würde ich schon mal darüber nachdenken, ob wir das tatsächlich zumindest bei diesen ganz Hochvulnerablen machen sollte. Und auch in den USA, die CDC, auch die Israelis sehen schon da Signale und empfehlen jetzt mit stärkerer Dringlichkeit, diese Viertimpfung zu machen, sodass ich schon antizipiere, dass wir da nochmal eine Kampagne brauchen werden. BA2, gehe ich schnell drüber weg, also Omikron sozusagen entwickelt sich immer weiter, ist und das BA2 ist so eine Klade von Omikron, die gab es von Anfang an, die kam aber später nach Deutschland. Die hat eine höhere Secondary Attack Rate, das heißt, die ist noch ansteckender als die BA1. Zum Glück funktioniert die Impfung genauso gut gegen BA1 wie gegen BA2. Sie können auch sagen, genauso schlecht, aber also vor Infektion. Aber letzten Endes haben wir keine Hinweise, dass der Schutz vor schwerer Erkrankung aufgrund von der Einbringung von BA2 irgendwie sich verschlechtert. Das ist eher ein Problem für uns, für Kliniker, die mit zum Beispiel monoklonalen Antikörpern therapieren wollen. Da haben wir Probleme. Aber Omikron, ich sage immer, the gift that keeps giving, also das geht weiter. Hier haben wir jetzt BA4, BA5, das auch wieder in Südafrika entstanden ist. Und kurzum, das sind zwei Kladen, die sehr ähnlich sind zu BA2, aber an ein paar Stellen zusätzliche Mutationen haben. Und wenn man vorher geguckt hat, dann waren das Mutationen, von denen man schon vorhergesagt hat, wenn die in dem Hintergrund von Omikron diese Mutationen auftreten, kriegen sie eine noch stärkere Immunflucht. Und das ist eben auch so, das sind unveröffentlichte Daten, ich will hier gar nicht im Detail durchgehen, aber Sie können sehen, wenn Sie nur infiziert waren vorher, und in Südafrika sind ja viele, die haben eine natürliche Immunität, wenn Sie nur infiziert waren mit der BA1 oder BA2-Variante, in dem Fall war es BA1, dann ist die Neutralisationskapazität, wenn sie gegen BA4, 5 relativ schlecht, wenn sie zusätzlich geimpft waren, also mehrere Kontakte hatten, ist die gar nicht so schlecht. Aber insgesamt haben wir eine zusätzliche Immunflucht und das geht so weiter bei Omikron. BA4, 5 war bislang noch nicht so das Thema in Deutschland, das sind jetzt aber relativ neue Daten aus Süddeutschland. Hier sind wir jetzt bei bald 15%, also das könnte schon sein, dass die sich durchsetzen, weil der Druck ist einfach die Immunität in der Bevölkerung, also setzen sich die Varianten durch, die dem ausweichen können. Das ist wahrscheinlich im Interesse der Zeit. Na ja, gut, gucken wir ganz kurz rein. Was ist mit den angepassten Impfstoffen? Da wird natürlich immer gefragt, wann kommen die denn, was ist da los? Und dann gibt es Berichte, die funktionieren gar nicht. Letzten Endes ist es so, dass natürlich an BA1 adaptierte Impfstoffe sehr früh entwickelt wurden und auch in die klinische Entwicklung gegangen sind. Hier
sind jetzt Daten gezeigt von Moderna, die allerdings an die Beta-Variante adaptierten Impfstoff haben. Warum gucken wir uns die überhaupt an? Erstens, weil wir keine anderen oder ich kenne keine anderen aus dem Menschen, aber wir haben die zu Beta. Und Beta hat zum Beispiel auch eine Fluchtmutation, die auch Omikron hat. Deswegen kann man sich den gar nicht so schlecht angucken. Und was man hier sehen kann, ist, dass man initial gar nicht so eine gute Verbesserung sieht, egal ob Sie mit diesem Beta-adaptierten Impfstoff impfen oder ob mit dem alten Impfstoff impfen. Da sehen Sie im absoluten Titer hier der Antikörper keinen großen Unterschied. Aber die Antwort scheint dann stabiler zu sein und scheint auch einen Vorteil zu haben gegen Omikron. Das sind jetzt wirklich so ein bisschen schwache Daten, aber es deutet darauf hin, dass Sie eben nicht ganz stark dieses Phänomen der Antigensünde haben, sondern dass Sie möglicherweise doch noch zusätzliche Antworten mobilisieren können, die dann diese neuen Varianten neutralisieren. Dann gab es so ein bisschen Kritik, weil da gab es Studien mit den neuen Impfstoffen, also diese Omikron-adaptierten Impfstoffe, die haben dann Affen geimpft und haben die dann infiziert und haben gesagt, ja, funktioniert gar nicht. Was aber eigentlich gezeigt wurde, ist, man hat einmal die Affen mit dem herkömmlichen Moderna-Impfstoff geboostert und dann mit dem Omikron-Impfstoff geboostert. Ja, und dann waren die beide geschützt. Ja, das heißt aber ja nicht, dass der Omikron-Impfstoff nicht funktioniert, sondern es heißt einfach, in diesem Affenmodell haben Sie mit dem herkömmlichen Impfstoff schon so einen Superschutz, dass Sie gar nichts, wie wollen Sie mehr als 0 Kolonien erreichen? Das geht gar nicht. Ja? Insofern, diese Impfstoffe funktionieren möglicherweise und die Message, die man nehmen kann, die Impfstoffe, die wir schon haben, sind so gut, dass wir ohnehin nur eine kleine Verbesserung, eine inkrementale Verbesserung überhaupt erwarten können. Und die wird man nur in großen Studien sehen und nicht in 5 Affen. Was passiert immunologisch ist letzten Endes, dass sich bestimmte B-Zellen bilden und Antikörper gebildet werden, die eher gegen konservierte Epitope gerichtet sind, die verschiedene Varianten neutralisieren können. Das ist ja auch Good News, weil wir wollen uns ja jetzt nicht vor BA1 schützen und dann, wenn die auf den Markt kommen, ist BA8 da, ja, sondern wir wollen ja uns möglichst breit schützen. Und das scheinen diese Impfstoffe leisten zu können. Und die Hoffnung ist, dass insbesondere bei Vulnerablen, dass wir da vielleicht noch so ein bisschen was obendrauf packen können und quasi die Evolution so ein bisschen mitmachen können. Zu guter Letzt, das, was uns, glaube ich, noch die größte Hürde vor diesem ganzen im nächsten Herbst ist, ist die zunehmende, nicht nur Verbreitung von sozusagen pathogeneren Virusvarianten, sondern insbesondere von virulenter Falschinformation im Internet. Das ist eine ganz gute Untersuchung von Herrn Hertwig, auch im Expertenrat. Und das ist zwar ein bisschen komisch kodiert, aber Sie können diese blauen Balken, die nehmen zu über die Zeit, Anfang der Pandemie, Ende der Pandemie, immer mehr Falschinformationen, Desinformationen im Internet. Und das sehen Sie ja auch jetzt mit der Ukraine, da gibt es auch eine hohe Schnittmenge und so weiter. Und das wird natürlich jetzt im Herbst weitergehen. Wenn wir da wieder Probleme bekommen, wird sich das weiter aggravieren. Damit bin ich fertig und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Leif, vielen Dank. Ich sehe niemanden an den... Doch, bitte. Herr Sander, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Meine Frage an Sie, wie ist Ihre Einschätzung zur Erfassung von Nebenwirkungen der Impfstoffe, mRNA-Impfstoffe in Deutschland? Mir fehlt einfach die Rückmeldung irgendwie. Wir haben mehrere Fälle gemeldet. Ich habe das auch von vielen Kollegen erfahren, dass sie auch zum Beispiel Lungenembolien gemeldet haben. Das war eine kleine Gruppe, wo wir Experten-Treffen gehabt haben. Und 4 von dieser Gruppe haben Lungenembolien erlebt. Und die haben alle gemeldet, aber man kommt nicht auf die Datenbank, um zu wissen, wie überhaupt die aktuelle Situation in Deutschland. Also ich glaube, wir haben eine sehr gut funktionierende Pharmakovigilanz in Deutschland. Aus PAI hat ja eigentlich gezeigt, dass es sehr, sehr vigilant ist, weil zum Beispiel Deutschland ja eins der Länder war, die zuallererst diese Immunthrombosen bei dem AstraZeneca-Impfstoff bemerkt hat und sofort auch letzten Endes die Notbremse gezogen hat. Das ging sehr, sehr schnell, ja, schneller als beispielsweise in Großbritannien, die den sehr breit eingesetzt haben. Und die Zahlen, die das PAI ermittelt und diese großen Studien, also ich habe Ihnen nur eine Studie an ein paar Millionen Impflingen aus Israel gezeigt, ich hätte Ihnen eine aus den USA zeigen können, wo die mit unterschiedlichen Systemen, einerseits sagen die, wir wählen uns bestimmte Kliniken aus, da gucken wir das an, monitorieren das, dann geben wir Leuten eine App, die können das einfach melden. Andere Dinge, die müssen aktiv von den Ärzten gemeldet werden. Jedes System hat eine Schwäche. Ja? Weil bei dem einen haben sie irgendwie einen Bias in die eine, in die andere Richtung. USA hat 3 verschiedene Systeme, dann gibt es Studien und dann gibt es zum Beispiel diese versorgungsdatenbasierten Ansätze in Israel. Wir haben über diese ganzen
Studien hinweg immer das gleiche Bild. Ja, wir haben ein Signal für Myokarditis, ein kleines Signal für ein Zoster und dann gibt es ein paar andere seltene, aber extrem seltene Komplikationen. Und da muss man natürlich immer aufwiegen, wie ist das, wenn Sie ungeimpft die Bevölkerung Covid kriegen lassen, dann müssen Sie nur nach Hongkong gucken, dann haben Sie ein Problem. Von daher, ich glaube, wir haben eine gute Erfassung. Dass sie keine Rückmeldung kriegen, ist sicher etwas, was ein bisschen die Motivation nicht erhöht für die Kolleginnen und Kollegen, das zu melden. Das könnte man sicherlich den PI mal spiegeln, dass das wahrscheinlich besser wäre, wenn man da irgendwie mehr aktiv Feedback bekäme. Aber sicherlich werden diese ganzen gemeldeten Fälle registriert und gehen ja in die Statistik ein, die mit einer gewissen Latenz dann aber immer ausgewertet wird. Ich muss noch mal eins, du hast es gesagt, aber betonen, mit Ausnahme von Zoster und der ja nicht wirklich pathologischen Lymphadenopathie, macht die Covid-Erkrankung alle diese Dinge, die als Nebenwirkungen geschildert werden, auch. Und sie macht es 5, 10, 20 Mal häufiger. Also wenn man den Netto-Benefit der Impfung sieht, ist der eben riesig. Herr Timmermann. Ja, aber ist klar, Entschuldigung, fürs Vertrauen müssen wir sowas natürlich in allen möglichen Ansätzen machen. Auch diese Studien und Befragungen und so weiter, die werden ja auch gemacht. Nur man sollte nicht eine einzelne Befragung, die auf einmal konträr zu allen vernünftig organisierten und kontrollierten Studien und Erfassungen läuft, dann überbewerten, sondern man muss die dann auch einordnen mit all ihren Vorteilen und auch vor allen Dingen Nachteilen in der Methodik. Ja, Timmermann aus Hamburg. Unsere Praxis ist beim RKI gelistet für Anaphylaxie nach SARS-CoV-2-Impfung und das hat einen großen Zustrom von Patienten geführt. Einige hatten auch eine Anaphylaxie, aber ich habe auch eine ganze Reihe von Patienten gesehen, die Morbus Crohn, Colitis ulcerosa hatten und die haben für mich sehr glaubwürdig einen Schub gekriegt nach dieser Impfung. Gibt es darüber Statistiken? Und ich muss sagen, ich hatte jetzt ist schon ein bisschen her, eine 32-jährige Patientin mit einem Morbus Crohn und da hatte ich doch ein bisschen Grummeln im Bauch der Patientin, die ja eigentlich nicht gefährdet ist durch eine SARS-CoV-2-Infektion, ihr das jetzt vorzuschlagen, dass man sie impft. Gibt es da Daten, auf die man dann genauso wie bei der generellen Population mit Zuversicht das dann auch da noch empfehlen kann? Also ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass natürlich einzelne Patienten mit autoimmunologischen oder entzündlichen Erkrankungen durch eine Impfung jeglicher Art oder eine Infektion oder anderes Stressereignis einen Schub entwickeln können. Und die ganzen Fachgesellschaften, mit denen wir uns von Anfang an sehr eng ausgetauscht haben, haben natürlich teilweise Register, teilweise Studien. Wir haben auch eine Studie mit 2000 Patienten, Frau Herold hat auch mitgemacht, wo verschiedene Autoimmunerkrankungen dabei sind oder Rheumaerkrankungen. Ist auch eine CED-Kohorte, sind zumindest mal ein paar hundert, ich glaube 300-400 dabei, wo das monitoriert wird, wo die aktiv befragt werden nach Symptomen ihrer Grunderkrankung, da werden Scores erhoben und so weiter. Bisher höre ich noch von keiner Fachgesellschaft, dass sie sagen, wir sehen jetzt mehr Schübe. Natürlich gibt es Schübe nach Impfung, aber ist das jetzt wirklich ein statistisches Signal, was nach der mRNA-Impfung auftritt? Bislang auch die Israelis, die wir dazu befragt haben, die ja ihre Krankenkassendaten haben, sagen uns, dass sie da jetzt kein Signal sehen und deswegen auch nicht irgendwie es gibt ja auch Erkrankungen wie weiß nicht, Multiple Sklerose oder so, wo dann irreversible Schäden entstehen können durch einen schweren Schub oder sowas, wo es bislang keine Empfehlung dagegen gibt und auch kein Signal, was ich aus den Fachgesellschaften gehört habe, die teilweise Register haben. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann und überhaupt nicht in Abrede stellen will, dass einzelne Patienten durch so ein Ereignis wie eine Impfung auch einen Schub kriegen können, klar. Auch hier gilt, ich sehe schwere MS-Schübe nach Erkrankung und zwar viel häufiger als vielleicht nach Impfung. Ich habe eine letzte Frage an dich live. Nun ist ja so ein bisschen die momentane Situation dreimal geimpft und erkrankt. Ja. Und inwiefern verschiebt sich da der Zeitpunkt der vierten Impfung? Und da schließe ich eine Frage an. Ist es nicht vielleicht unklug, weil auch die vierte Impfung wird ja Schutzwirkung nach der Zeit verlieren, die so früh jetzt im Jahr zu machen, wenn doch der nächste Erkrankungsanstieg mit hoher Wahrscheinlichkeit erst im Herbst kommt? Ja, vollkommen richtig. Ich habe die Daten mal rausgelassen. Wir haben das auch selber untersucht. Es gibt ganz viele andere Studien. Also so eine Durchbruchinfektion, die man bekommt, hat eine sehr stark boosternde Wirkung. Die wirkt mindestens mal so wie eine Viertimpfung. Ich stelle mir sogar vor, dass sie noch
besser in Anführungszeichen wirkt, weil sie Kontakt haben mit anderen Antigenen, auch mukosalen Kontakt haben. Zumindest rede ich mir das auch selber ein, dass das ja was Gutes haben muss mit dieser Infektion. Also sie haben sicher eine Booster, da gibt es sicher nicht eine Boosterwirkung. Und natürlich muss man jetzt ganz strategisch überlegen, wann macht man so eine Kampagne. Man wird die nicht ewig machen können, da gibt es zu wenig Akzeptanz für. Und auch in Gesprächen, auch mit Leuten, ich weiß, das Wort ist schon fast verpönt, mit Modellierern und so weiter, die sagen eigentlich, am besten machst du so eine Kampagne in eine beginnende Welle rein. Ja, weil dann hat man wirklich diesen Effekt, den die Israelis auch in der Delta-Welle gesehen haben, auch auf Transmission, und damit kann man so eine Welle komplett abflachen. Und natürlich der Schutz vor schwerer Erkrankung. Man hat erstmal die Barriere, der Schutz vor Erkrankung. Wer nicht krank wird, kann auch nicht schwer erkranken. Und wenn das durchbrochen ist, dann bleibt halt noch der Rest vor der schweren Erkrankung. Und wenn man dieses erhöht, transient in der kalten Jahreszeit, also Schlussum, ich glaube, hochvulnerable, wir haben immer noch hohe Inzidenzen, das ist keine Frage, und wir haben jetzt gerade kein Gefühl dafür, dass das was Riskantes ist, deswegen werden die auch wieder in Heime eingetragen werden, die man vielleicht wirklich schützen will, die gibt man jetzt eher jetzt nochmal eine Viertimpfung, aber in der Breite, wenn man das nochmal macht, sollte man es eher, denke ich, in die Welle reinmachen, und ich erwarte die so im September, Oktober. Ja. Okay, wir haben schon erwartet, dass es da so viele Fragen gibt. Vielen Dank für die kompetente Darstellung und Überblick. Dankeschön. So, wir sollten aber bei aller Covid-19-Diskussion die anderen Erreger nicht vergessen. Es gibt wirklich bösartige Viren. Die Bild-Zeitung würde sagen, Killerbakterien gibt es auch. Und keiner ist berufener als Professor Martin Kollwitz, darüber zu sprechen, vom Uniklinikum Dresden. Er beschäftigt sich schon sehr, sehr lange damit, ist auch federführend bei den Leitlinien. Sie wissen, die DGP hat sehr wichtige Leitlinien, und die Leitlinie ambulant erworbene Pneumonie ist mit ihm eng verbandelt. Und insofern freuen wir uns jetzt etwas über Pneumokokken und Pneumokokkenimpfung zu hören. Bitte, Herr Koltes. Ja, lieber Herr Kluge, lieber Herr Welte, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die sehr freundliche Einleitung. Tatsächlich macht es heute, trotzdem ich jetzt den fiesen Part habe, nach SARS-CoV-2-Impfung reden zu müssen, ziemlich viel Spaß, über Pneumokokkenimpfung zu reden, weil es Neuigkeiten gibt, die für uns praxisrelevant sind und die wir, glaube ich, zeitnah auch tatsächlich implementieren sollten. Jetzt können wir uns am Anfang alle so ein bisschen streiten, wer hat den fiesesten Erreger, wie Herr Kluge gerade so schön sagte, global gesehen, zumindest vor der SARS-CoV-2 Pandemie waren die tiefen Atemwegsinfektionen der vierthäufigste Killer überhaupt. Und unter diesen waren die Pneumokokken ganz oben. Und wenn man, was Susanne Herold am Anfang gemacht hat, nicht nur die IPD zeigt, sondern dann auch noch die gesamte Pneumonierate zeigt, was ja die Hauptlast der Pneumokokkenerkrankung ist, dann ist das schon ein ganz, ganz relevanter bakterieller Erreger, bei dem wir auch Impfungen zur Verfügung haben, mit denen wir diese Erkrankungen zumindest teilweise, leider nicht vollständig, weil es eben so viele Serotypen gibt, verhindern können. Und das gilt sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen. Nun, jetzt könnte man sich fragen, spielt das unter der SARS-CoV-2-Pandemiesituation überhaupt noch eine relevante Rolle? Und tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Daten, und aktuell zeige ich hier ein paar deutsche für die IPD von Marc van der Linden, die schön zeigen konnten, dass selbst für einen bakteriellen Krankheitserreger wie für die Pneumokokken die Maßnahmen im Kontext der Corona-Pandemie zu einem deutlichen Rückgang der Erkrankung geführt haben. Vielleicht gucken Sie hier nur auf diese rote Kurve, das ist die relative Änderung der invasiven Pneumokokkenerkrankung bei Erwachsenen. Mit Beginn der Maßnahmen der Corona-Pandemie ging es hier steil nach unten, und mit jeder Lockerung ging es wieder so ein bisschen nach oben. Und die aktuellsten Daten, die er schon publizieren konnte, die so vom Ende letzten Jahr stammen, zeigen, dass es sogar einen überproportionalen Wiederanstieg gibt. Das heißt, dass das in gewisser Hinsicht mit den Maßnahmen durchaus korreliert, sodass man, glaube ich, auch schon mal vorwegnehmen kann, wenn wir uns demnächst auch an die Leitlinie einer Prävention machen von tiefen Atemwegsinfektionen oder einer Pneumonie, dass man schon bei Risikopatienten darüber nachdenken muss, dass die Maßnahmen, die wir jetzt über Corona implementiert haben, auch von einer ganzen Reihe anderen viraler und sogar bakterieller Erkrankungen schützen können. Nun, wir haben in Deutschland eine fiese Pneumokokkenpneumonie oder sagen wir mal erstmal allgemeine Pneumonielast. Das sind die aktuellsten Daten, die ich jetzt kenne von der externen Qualitätssicherung, wo ja alle Patienten mit stationär behandelter ambulanter Erworbener Pneumonie statistisch erfasst werden. Und Sie sehen über die letzten Jahre einen stetigen Anstieg. Hier gibt es einen Abfall, der ist ein rein statistisches Phänomen. Das kommt daher, dass wir 2018 in der nosokomialen Pneumonieleitlinie die HAP sozusagen neu definiert hatten, als innerhalb von 3 Monaten nach vorheriger Krankenhausaufnahme oder Entlassung gilt man noch als nosokomiale Pneumonie. Deswegen mussten wir aus formalen Gründen diese Patienten dann ausschließen aus der CAP, externen Qualitätssicherung. Deswegen hier dieser Abfall, der sozusagen keinem echten Abfall entspricht. Prinzipiell geht es immer weiter bergauf. Nun 2020, wo die Daten da liegen, ging ja die Corona-Pandemie bereits los, und zu diesem Zeitpunkt waren bereits 35% aller Pneumonien tatsächlich durch SARS-CoV-2 ausgelöst, war also mutmaßlich der häufigste Erreger zu diesem Zeitpunkt der Pneumonie. Aber dennoch der Rest
dieser 65% Pneumonie-Patienten hat eine Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus von 15,5%. Und da sind noch nicht die Patienten eingerechnet, die auch poststationär eine frühe Letalität haben. Dazu gibt es Daten populationsbasiert von zum Beispiel der sächsischen AOK-Kohorte, mittlerweile auch erstmalig Daten von Kapnitz, die hier auch auf diesem Kongress noch vorgestellt werden. Auch das kommt ja auf diese Krankheitslast letztlich noch hinzu. Nun tatsächlich, bei uns am Uniklinikum war es so, dass wir im Jahr 2020 50% aller Pneumonien durch Corona hatten, im letzten Jahr dann einen massiven Anstieg der Pneumonien um etwa den Faktor 6, aber davon 80% tatsächlich Corona-Infektion. Dennoch bleiben bei diesem Anstieg eine ganze Menge nicht Corona-assoziierter bakterieller Pneumonien zurück und wir haben dieses Jahr auch tatsächlich schon wieder durchaus einige Pneumokokkenpneumonien gesehen, sodass ich tatsächlich glaube, die Daten, die Marc von der Linden gezeigt hat, es wird zum Wiederanstieg der Pneumokokkenpneumonie kommen. Nur die Pneumokokkenpneumonie tötet tatsächlich auch nicht nur direkt, sondern ganz genauso, wie das die Susanne Herold von für Influenza gezeigt hat, kennen wir auch die Daten für die schwere Pneumonie, dass wir eine direkte Assoziation mit akutem Koronarsyndrom haben, insbesondere in den ersten 3 bis 4 Wochen nach der Infektion, so ein bisschen adjustiert noch an den Schweregrad der Pneumonie. Allerdings konnte bei den Pneumokokken auch schon gezeigt werden in einer schönen Studie von Markus Restrepo aus Texas, dass die Viecher direkt in die Kardiomyozyten gehen und dort Unheil anrichten und die zur Apoptose sozusagen anregen. Möglicherweise ein Mechanismus dafür, warum wir auch im Langzeitverlauf Monate bis Jahre nach einer Pneumonie noch eine erhöhte Inzidenz oder Prävalenz von kardialen Komplikationen oder auch neu aufgetreten Herzinsuffizienzen haben, die natürlich potenziell dann auch impfpräventabel sein könnten. Die aktuellen Kapnitz-Daten bis vor der Corona-Pandemie, die publiziert sind, zeigen, dass unabhängig davon, dass wir die pädiatrische Pneumokokkenvakzine mit einer gewissen Herdenprotektion auch für die Erwachsenen, die wir seit 2006 implementiert haben, Pneumokokken, der häufigste bakterielle Erreger der ambulant erworbenen Pneumonie bleiben. Und ich nehme mal an, abgesehen von SARS-CoV-2, der die Pneumokokken wahrscheinlich jetzt in der Pandemie deutlich überholt hat, wird das auch in Zukunft zunächst so bleiben. Vor diesem Hintergrund ist es, glaube ich, jetzt also ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir neben der SARS-CoV-2 und der Influenza-Impfung eine weitere wichtige Impfung haben, die uns akute Atemwegsinfektionen verhindern kann und die leider noch mieser implementiert ist, die Daten zeige ich nachher noch, als die anderen beiden Impfungen. Derzeit zur Verfügung, das heißt bis letztes Jahr zur Verfügung, hatten wir eine Konjugatvakzine mit 13 Serotypen, aber einer sehr guten Immunantwort über die B- und T-Zellantwort, weil sie eben ein Proteinkonjugat hatte. Absorber-Wiederantikörper, Memory-Effekt und auch eine Schleimhautimmunität, die dazu führt, dass tatsächlich diese Pneumokokken-Serotypen eradiziert werden konnten. Dazu hatten wir die nicht konjugierte Polysaccharid-basierte Vakzine mit deutlich schlechteren immunologischen Daten, die nur eine B-Zellantwort hervorruft, aber eben 23 und damit deutlich mehr der zirkulierenden Serotypen umfasste. Und aus diesem Grunde gab es so ein bisschen ein Dilemma mit den ganzen Impfempfehlungen, was man denn nun tun soll, wenn man eine Impfung hat, die immunologisch gut funktioniert, aber nur wenig Serotypen umfasst, eine, die immunologisch wenig gut funktioniert, aber mehr Serotypen umfasst. Ein paar Daten dazu möchte ich zeigen, aber nicht allzu sehr in die Tiefe gehen aus Zeitgründen, aber so vielleicht exemplarisch für die Polysaccharid-Vakzine, also für den PPV-23-Impfstoff, eine Evaluation des britischen Impfprogramms bezüglich der invasiven Pneumokokkenerkrankung. Das konnte zeigen, dass tatsächlich insbesondere bei Patienten, wo die Immun- und Seneszenz, die Susanne Herold Ihnen ja vorhin erklärt hatte, noch nicht ganz so ausgeprägt war, doch ein recht guter Schutz vor invasiven Pneumokokkenerkrankung innerhalb der ersten 2 Jahre besteht. Aber Probleme des wenig immunogenen Impfstoffs über die Zeit, über das Alter, Sie sehen ja bei den über 85-Jährigen gar keinen relevanten Impfschutz mehr, über die Zeit und in Abhängigkeit von der Immunfunktion deutliche Abschwächung der Impfwirkung selbst gegen die invasive Pneumokokkenerkrankung. Und ob wir einen relevanten Schutz vor nicht bakteriämischen Pneumokokkenpneumonien haben, ist weiterhin sehr umstritten. Wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Es gibt eine einzige Studie, die erhebliche Schwächen hat aus Japan, die das zu suggerieren scheint. Im Gegensatz dazu haben wir für die Konjugatvakzine tatsächlich eine sehr, sehr gut gemachte, riesige prospektiv randomisierte Impfstudie, die aber mittlerweile auch schon wieder in die Jahre gekommen ist, die aber sehr schön gezeigt hat, jawohl, diese Konjugatvakzine kann gegen die in ihr inkludierten Serotypen auch vor nicht bakteriämisch verlaufenden Pneumokokkenpneumonien, also das, was die Hauptlast der Erkrankung bei den Erwachsenen darstellt, sehr gut schützen. Zu 46% und das nicht nur kurz nach der Impfung, sondern offensichtlich, Sie sehen ja, die Kurven gehen sehr schön weiter auseinander, ist der Schutz zumindest über die ersten 4 bis 5 Jahre sicher anhaltend.
Das Ganze wird auch von Real-World-Daten unterstützt. Die gibt es sowohl aus Amerika als auch aus Sachsen. Deswegen stelle ich Ihnen hier natürlich meine eigenen vor. Ein indirekter Vergleich passt aber ganz gut. Hier haben wir mal in der großen sächsischen AOK-Kohorte geschaut. Was können wir denn für eine Proportion von All-Cause Cup, also von Gesamtpneumonierate, verhindern? Und Sie sehen, das waren hier mit 12% für die Konjugatvakzine doch deutlich signifikant und passt auch ganz gut zu den Daten, die wir haben. Wenn wir denken, 20% aller Pneumonien sind Pneumokokken, dafür haben wir so eine 50-prozentige Schutzrate vielleicht, dann kommt das ganz gut hin. Und wir haben einen deutlich geringeren, aber immerhin sogar noch nachweisbaren Schutz für PPV23. Nun, was machen wir aus all diesen Daten? Bisher haben wir diese STIKO-Empfehlung, die ich Ihnen jetzt hier aufzähle, Standardimpfung bei Personen ab 60 mit PPV23, Indikationsimpfung bei chronischem Immundefizit, das konnte man durchaus schon relativ dehnen, weil dazu gehörten alle neoplastischen Erkrankungen, auch die chronische Nieren- und Leberinsuffizienz, aber leider eben nicht die COPD, war für die sequentielle Impfung erst mit dem gut immunogenen Konjugatimpfstoff und dann nochmal eine Boosterung mit dem breiteren und eben nicht ganz so immunogenen Nicht-Konjugatimpfstoff. Das war bisher der potenziell beste Impfschutz und das war aber nur für eine relativ kleine Gruppe empfohlen. Und die Indikationsimpfung für alle sonstigen chronischen Komorbiditäten war bei PPV23. Ein Problem, was man mit dieser Impfempfehlung leider auch haben muss, ist, dass sie in keiner Weise berücksichtigt, wie leider auch am Anfang die SARS-CoV-2-Impfempfehlungen das taten, dass es natürlich ein additives Risiko, vielleicht sogar ein überadditives Risiko gibt, wenn jemand mehrere Komorbiditäten hat. Das heißt, wenn jemand eine COPD hat und dazu noch eine chronische Herzinsuffizienz und ein Nikotinabusus, vielleicht ein Alkoholabusus, dann kommt er nach Daten, die wir haben, in ein Risiko für eine Pneumokokkenpneumonie, was oberhalb von dem liegt, was ein gut eingestellter HIV-Patient hat, der aber eine völlig andere Impfempfehlung hat. Vor diesem Hintergrund und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass diese Impfempfehlung relativ komplex war, haben wir Impfraten, die wirklich eigentlich unter aller Sau sind. Und wenn man es mal so ganz klar sagen darf, klar, die sächsischen Impfraten für SARS-CoV-2 sind auch nicht so riesig, aber sie sind um Klassen besser als die deutschen Impfraten für die Pneumokokkenimpfung. Und die hier sind sogar noch geschönt. Das sind Impfknoten bei Erwachsenen zur Standardimpfung, also bei Personen über 60 Jahre. Und da war da, weil es keine eindeutige Empfehlung zur Wiederholungsimpfung gibt, jeder, der irgendwann mal in den letzten Jahren, seit er 60 war, irgendeine Pneumokokkenimpfung gesehen hatte, als geimpft angesehen. Und selbst dann bleiben wir bei etwa 40% oder bei den Jüngeren noch deutlich schlechter stecken. Und noch dramatischer sieht es aus, wenn wir uns die Indikationsimpfraten anschauen. Das hier wären jetzt Patienten unter 60 Jahre mit einer Komorbidität, die sie in ein erhöhtes Pneumokokkenpneumonierisiko setzt. Und hier sehen Sie Impfraten im einstelligen Bereich. Vor diesem Hintergrund ist es, glaube ich, eine wesentliche Priorität, dass wir uns bemühen, diese Impfraten zu verbessern, indem wir erstens die Empfehlung vereinfachen. Dass das vielleicht funktionieren kann, werde ich Ihnen gleich zeigen. Oder zweitens nochmal so ein Schmankerl vom Eck mit uns einfach Mühe geben. Das war eine kleine hübsche Studie von einem Onkologen aus Berlin. Der hat einfach 4 Praxen mal sozusagen eingeteilt oder randomisiert. Die Hälfte der Praxen hat ein einfaches, der onkologischen Praxen, also alles Risikopatienten, hat ein einfaches, so eine Memory Card diesen Patienten mitgegeben, die sie dem Hausarzt zeigen sollten. Hier, ich habe einen Impfgrund, bitte impf mich mal gegen so allerlei. Da war die Pneumokokkenimpfung, die Influenza-Impfung dabei. Und was er zeigen konnte, durch so eine einfache Intervention, dass die Impfraten sehr schön hochgingen bei seinen Patienten im Vergleich zu den Kontrollpraxen. Also vielleicht schon mal eine erste Take-Home-Message, nutzen Sie die Instrumente, die Sie haben. Welche Instrumente haben wir nun? Nun, tatsächlich ist es so, dass wir seit diesem Jahr 2 neue Pneumokokken-Konjugat-Impfstoffe auf dem Markt haben, beziehungsweise einen haben wir auf dem Markt, der andere ist zugelassen, meines Wissens noch nicht auf dem Markt, nämlich PCV15 mit 2 weiteren Serotypen und PCV20 mit dann nochmal 5 weiteren Serotypen im Vergleich zum Standard, sage ich jetzt mal, PCV13. Und Sie sehen hier, dass PPV23, der also Polysaccharid-Impfstoff hier einen Serotyp nicht hat, und dafür nochmal 4 weitere. Das ist der Stand, den wir jetzt haben. Was können wir nun damit anfangen? Nun, mit einem Dia möchte ich Sie kurz doch mal in die Serotypen hineingeben, obwohl ich das jetzt nicht allzu sehr ausbreiten möchte. Aber hier sehen Sie aus ganz aktuellen Daten von Marc von der Linden, für allerdings die invasive Pneumokokkenerkrankung zunächst, die etwa Coverage, also die Abdeckungsraten sozusagen der verschiedenen Impfstoffe für die invasiven Pneumokokkenerkrankungen bei Erwachsenen. Hier unten die beiden Zahlen können Sie vergessen, das sind PCV 7 und 10, die wir bei Erwachsenen ja eh nicht anwenden. Hier sehen Sie unseren derzeitigen Konjugatstandard PCV 13, dann sehen Sie eine geringe zusätzliche Abdeckung sozusagen mit PCV 15 von so etwa 5-6%. Sie sehen eine Verdopplung der Abdeckung um etwa 30% nochmal obendrauf durch PCV 20 mit den also zusätzlichen dann 7 enthaltenen Serotypen. Und Sie sehen dann nochmal eine relativ geringe Lücke zum derzeit immer noch verfügbaren Polysaccharid-Impfstoff mit den
dann 4 weiteren und dafür einem weniger Serotypen. Das heißt, einen ordentlichen Sprung zwischen PCV13 und PCV20 für die Abdeckung. Das Gleiche konnten wir an den CAPNETZ-Daten auch schon für die nicht-invasiven Pneumokokkenerkrankungen zeigen. Hier insgesamt natürlich etwas geringere Raten, weil es ja hier um die Gesamtpneumonierate geht und nicht um die invasive Pneumokokkenpneumonie. Aber hier sehen Sie bei den älteren Patienten über 60 Jahren auch einen deutlichen Sprung von etwa 5% zwischen der Abdeckung von PCV13 und PCV20, während die Lücken zwischen den anderen nicht ganz so ausgeprägt sind. Das heißt, potenziell haben wir über die Erweiterung der Impfstoffe natürlich eine deutlich bessere Impfschutzwirkung zu erwarten, weil wir wissen, diese Serotypen sind tatsächlich in Deutschland auch relevant. Die Zulassung der beiden Impfstoffe beruhte letztlich auf Immunogenitätsdaten, weil es natürlich aus nachvollziehbaren Gründen nicht praktikabel ist, dass man für jeden neuen Impfstoff so eine 80.000 Leute Studie aufsetzt, die dann auch 5 Jahre braucht, bis sie auswertbar ist, weil man eben so lange warten muss, bis es genug Pneumokokken-Pneumonie-Ereignisse gibt. Sodass mit den Zulassungsbehörden klar abgesprochen war, funktionelle Immunogenitätsdaten, das heißt der sogenannte OPA-Titer, der die Abtötung sozusagen in durch Opsonophagozytose-Assays überprüft, durch die generierten Antikörper, dass das für die Zulassung reicht. Und hier zeige ich Ihnen die Daten aus der Zulassungsstudie für PCV15 im Vergleich zu PCV13. Überall nicht Unterlegenheit deutlich erreicht, für einen Serotyp sogar Überlegenheit, deswegen im Dezember von der EMA zugelassen. Und das sind die parallelen Daten für den noch breiter wirksamen Impfstoff PCV20. Auch hier wieder nicht Unterlegenheit gegen PCV13 sehr schön gezeigt. Zum Großteil Überlegenheit im Vergleich zu den Serotypen von PPV23, was jetzt nicht ganz so verwundert, mit Ausnahme eines Serotypen. Und auch das hat zur Zulassung durch die EMA von dem Impfstoff im Februar diesen Jahres geführt. Nun, was machen wir jetzt aus dieser Situation, die wir derzeit haben und wo wir derzeit tatsächlich noch keine STIKO-Empfehlung haben, der ich auch nicht vorgreifen kann und ich persönlich kann Ihnen derzeit auch nicht sagen, wann es tatsächlich zu einer STIKO-Empfehlung kommt. Klar ist aber, dass wir natürlich auf der Basis der Daten, die wir von PCV13 haben und der Basis der Daten durch die wesentlich bessere Abdeckung der höhervalenten Konjugatimpfstoffe davon ausgehen dürfen, dass wir auch eine deutlich bessere Schutzwirkung haben. Und die Amerikaner haben bereits eine Empfehlung veröffentlicht, sozusagen, wie sie jetzt mit der Neuzulassung der Impfstoffe umgehen. Und diese Empfehlung ist erfreulich einfach gehalten, weil sie nämlich bedeutet, alle Personen, die gefährdet sind, bekommen letztlich das gleiche Impfschema angeboten. Das heißt, sowohl altersabhängig als Standardimpfung, als auch indikationsabhängig als Indikationsimpfung wird empfohlen, entweder eine Dosis PCV20, was den Vorteil hat, dass es eine einzige Impfdosis ist und aufgrund der grottigen Impfraten, die ich Ihnen gezeigt habe, natürlich ein ganz wesentlicher Parameter sein könnte für eine bessere Implementierung. Oder aber man verwendet PCV15, muss dann aber wiederum zur Erweiterung der Serotypen wie bisher mit PPV23 boostern, was man ein Jahr später machen soll oder bei Immunsuppression auch schon 8 Wochen später machen kann. Das ist eine Empfehlung, der ich, kann ich zumindest sagen, weil ich ja aus einem Bundesland komme, wo wir uns eine eigene Impfkommission leisten, in der sich die sächsische Impfkommission auch bereits mit einer Konsentierung angeschlossen hat. Also auch dort wird genau dieses Impfschema empfohlen werden. Wie gesagt, der STIKO kann ich an diesem Moment natürlich nicht vorgreifen, aber mir fallen wenig Gründe ein, die dagegen sprechen, dass man jetzt nicht hochvalente, gut wirksame Pneumokokken-Konjugat-Impfstoffe bei unseren Patienten gut implementieren und einsetzen sollte. Und damit, noch vielleicht ein ganz kleiner Ausblick, auch das wollte ich nicht ganz unerwähnt lassen. Mehrere Arbeitsgruppen, unter anderem auch in Berlin, arbeiten natürlich auch hier daran, ob es nicht vielleicht universellere Pneumokokkenimpfstoffe geben könnte gegen etwas konserviertere Epitope, als gegen die, die durch die Serotypen so sehr Veränderungen unterworfen sind. Hier würde ich vielleicht so ein kleines bisschen einschränken. Ja, keine Ahnung, was eigentlich dann genau passiert, wenn wir die wirklich alle eradizieren, wo wir ja tatsächlich eine gewisse Besiedlungsrate haben, wo wir tatsächlich dann auch nicht ganz sicher sein können, ob der klinische Nutzen 100% dem Inkrement sozusagen der Abdeckung entspricht. Aber trotzdem geht auch da die Entwicklung entsprechend weiter. Aber wir haben jetzt auch schon heute, 2022, neue Impfstoffe zur Verfügung, die wir hoffentlich bald breit einsetzen werden. Vielen Dank. Herr Kollitz, ich habe ja gesagt, ich habe noch eine Frage im Chat über. Susanne hat ja gesagt, Haemophilus ist so ein zweiter Erreger, der als Sekundärkeim eine wesentliche Rolle spielt. Gibt es denn im Hinblick auf Haemophilus-Influenza-Impfungen irgendwas Neues? Es gab ja zum ETS, glaube ich, letztes Jahr oder war es der ERS, gab es eine Studie, die ja eben
Herr Andreas, meine ich, auch schon publiziert hat. Das klang ja durchaus ganz spannend. Da ging es um ein Vakzin-Cocktail, wo Haemophilus ein Teil davon war und der Endpunkt war Exazerbationsrate. Die Studie war leider insgesamt negativ, aber möglicherweise, wenn man sich die richtigen Patienten raussucht, zum Beispiel vielleicht welche, die Haemophilus kolonisiert sind oder vielleicht vom Mikrobiom abhängig machen könnte, ist das aus meiner Sicht dennoch ein vielversprechender Ansatz, der auch ganz gut publiziert wurde. Das ist für mich jetzt zunächst das Einzige, was ich zu diesem Impfstoff weiß. Wir wissen ja, dass die Haemophilus-Pathogenität, würde ich jetzt mal sagen, vorsichtig gesagt, vielleicht nicht ganz der Pneumokokken-Pathogenität entsprechen mag, aber ich glaube, auch da gäbe es Raum für eine Impfung. Und ich hoffe, dass man, wenn man so eine Studie vielleicht noch mit auf eine Risikopopulation von Vielfach-Exazerbierern mit einem gewissen bakteriellen mit einer gewissen Bakterienprälast sozusagen, wenn man die dorthin bringt, dass es möglicherweise was bringt. Ich habe da eine letzte Frage. Es wird ja immer die Sequenzimpfung empfohlen. Und Sie haben das ja auch in den amerikanischen Empfehlungen wieder gezeigt. Tatsächlich gibt es ja praktisch gar keine Daten zur Sequenzimpfung. Ich wundere mich immer, dass man da so wenig evidenzorientiert ist, wo man in anderen Bereichen die Evidenz über alles stellt. Wie denken Sie dazu? Ein paar Daten gibt es natürlich jetzt aus den Studien, wo man zumindest die Patientenpopulationen mit erhoben hat, die eine Sequenzimpfung hatten. Prinzipiell gebe ich Ihnen aber recht. Und aus meiner Sicht ist schon die Take-Home-Message, dass wir so ein Riesenproblem mit der Implementierung dieser Impfung offensichtlich haben, wenn wir einstellige Impfraten haben, dass ich sehr dafür plädieren würde, das möglichst einfach zu halten und möglichst rasch den möglichst bestverfügbaren Impfstoff entsprechend zu verimpfen. Theoretisch ist es natürlich trotzdem denkbar, dass man über eine Sequenzimpfung mit PCV15 und PPV23 eine breitere Abdeckung hat von noch ein paar Serotypen, auch wenn wir keine Daten dazu haben. Aber natürlich leben wir teils ja von Immunogenitätsdaten und die zumindest für die Sequenz, die gibt es ja. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Wir haben ja bei der Pneumokokkenimpfung ähnliche Probleme wie bei Covid-19, gerade die Älteren zu motivieren, an der Impfung teilzunehmen. Das sind ja desaströse Raten. Vielleicht eine kurze Antwort. Was sind Ihre Ideen? Müssen wir da im niedergelassenen Bereich mehr tun? Impfzentren, Aufklärung? Wir machen so viel, auch jetzt bei Covid-19. Trotzdem sind da Millionen Ungeimpfte, gerade Risikopatienten. Was ist da Ihrer Ansicht nach notwendig? Kurze Antwort ist schwierig. Ich glaube, viele Fachärzte impfen ja nicht. Bei den Pneumologen impfen, glaube ich, viele Fachärzte. Da ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber ich fand die Idee mit so einer Karte, dass jeder Patient mit einer entsprechenden Komorbidität automatisch zum Beispiel über Einschreibung in ein DMP-Programm so eine Impfkarte kriegt, das muss alles gemacht werden. Das geht zum Hausarzt, wie das bei uns in der Prätransplantambulanz ja hervorragend funktioniert, dass man das viel breiter implementieren könnte. Und das wäre möglicherweise ein Weg, der funktioniert. Was ich gar nicht kapiere, ist, warum die sächsischen Impfquoten bei Corona die schlechtesten in Deutschland sind und bei Pneumokokken aber relativ gesehen die besten. Keine gute Antwort. Es gibt also noch mehr Phänomene, die wir noch nicht verstehen. Das ist, glaube ich, mehr eine soziologische Frage. Und die wollen wir hier nicht beantworten. Danke, Herr Kolditz. Und es ist mir eine große Freude, zum Schluss Stefan Kaufmann. Stefan Kaufmann anzukündigen. Er begleitet mich sozusagen mein ganzes pneumologisches Leben. Denn er hat sein ganzes Leben damit verbracht, über Tuberkuloseimpfstoffe zu forschen und nicht nur zu forschen, sondern solche zu entwickeln am Max-Planck-Institut für Infektionsforschung. Es gibt sicher niemanden, der einen so guten Einblick in die momentane Situation geben kann. Stefan. Herzlichen Dank, Tobias, und vielen Dank für Ihr Interesse. Live war eigentlich meine Deklaration der Interessenskonflikte da gewesen. Ja, gut, jedenfalls bin ich Entwickler eines Impfstoffes, über den ich heute reden werde und habe damit auch diese Pflicht erfüllt. Leif Sander hat es ja schon klargestellt, uns alle beschäftigt natürlich Covid-19 am meisten mit 6 Millionen oder vielleicht sogar 15 Millionen Todesfällen pro Jahr. Da gerät die Tuberkulose manchmal in den Hintergrund, in erster Linie, weil sie eben doch so dramatisch hauptsächlich in den globalen Süden wütet, wenn ich so sagen darf. In den letzten 200 Jahren verstarben an Tuberkulose etwa 1 Milliarde Menschen. Wenn wir das umrechnen pro Jahr, kommen wir immerhin auf ca. 5 Millionen Tote pro Jahr. Das bedeutet also, wir liegen etwa im ähnlichen Bereich wie bei Covid-19 mit den Todesfällen. Die gute Nachricht bei Covid-19 ist natürlich diese
rasante Impfstoffentwicklung, die weniger als ein Jahr dauerte und dann zu etwa 11 oder 12 Milliarden Verimpfungen bereits geführt hat. Für die Tuberkulose gibt es auch einen Impfstoff, der Ihnen allen bekannt sein wird, Bacille Calmette-Guérin. Den gibt es bereits seit 101 Jahr und dennoch hat dieser Impfstoff so kaum zu einer Kontrolle der Tuberkulose geführt. Woran liegt das? Nun, der BCG-Impfstoff wirkt gegen extrapulmonäre Erkrankungen der Tuberkulose und das in erster Linie in Kleinkindern, also Meningitis, Miliartuberkulose. Bis vor Covid war der BCG-Impfstoff trotzdem der weitest verbreitete Impfstoff mit ca. 4 Milliarden Impfungen bislang. Es ist ein Lebendimpfstoff, aber er ist recht sicher und die Kosten sind marginal. Das Problem ist klar, wir erzielen mit BCG keinen Impfschutz gegen die Lungentuberkulose und das in allen Altersgruppen, insbesondere eben bei den Jugendlichen und Älteren, wo die Tuberkulose die größte Rolle spielt. Und damit kann BCG eben auch nicht gegen die Übertragung schützen. Damit stellt sich die Frage, können wir besser sein als BCG? Und hier will ich ein, zwei Minuten auf die Immunantwort gegen Tuberkulose sprechen. Primär, kurz gesagt, sind es die T-Zellen, die die Aufgabe des Schutzes haben, der Schutzvermittlung haben. Wenn der Erreger, wie alle anderen Erreger der Lungeninfektion in die Alveoli eindringt, dann werden Makrophagen, aber wichtiger, dendritische Zellen den Erreger aufnehmen, die Erregerantigene in die trainierenden Lymphknoten transportieren und dort werden T-Zellen und auch B-Zellen zur Antikörperproduktion, aber in erster Linie T-Zellen stimuliert und das braucht etwa 3 bis 4 Wochen. Es entstehen CD4, weniger CD8-T-Zellen und es entsteht ein Granulom, in dem der Erreger eingedämmt wird und das kann lebenslang andauern. Deshalb sind etwa 1,7 bis 2 Milliarden Menschen latent mit dem Erreger infiziert, denn das Problem ist, der Erreger wird eingedämmt, aber nicht eliminiert. Wenn es dann später zu einem Zusammenbruch der Immunität kommt, dann wird sich der Erreger wieder ausbreiten. Es kommt zur Verkäsung des Granuloms, es kommt zur Vermehrung der Erreger und jährlich erkranken etwa 10 Millionen Menschen derzeit an Tuberkulose und 1,5 Milliarden Menschen versterben. Also das Problem für die Impfstoffentwicklung hier ist, das möchte ich betonen, etwas anders gelagert als bei vielen viralen Infektionen, aber auch bei den Pneumokokken. Wir haben eine lang anhaltende Latenz. Wir müssen also an Prä- und Postexpositionsimpfung denken. Wir haben eine chronische Erkrankung. Wenn wir Prävention der Infektion nicht erreichen, brauchen wir einen jahrelangen, jahrzehntelangen Schutz gegen die Erkrankung. Der Erreger hat etwa 4000 Proteine und wir wissen nicht, ich persönlich glaube, dass es sowas gar nicht gibt, ob es schützende Antigene gibt, also einzelne Antigene, die immundominant sind und ausreichend für den Schutz. Und deshalb gibt es auch keinen neutralisierenden Antikörper. Ich werde über die Antikörper nichts weiter sagen, aber im Prinzip können die zum Schutz wahrscheinlich beitragen, aber sie reichen auf jeden Fall nicht aus. Wir brauchen T-Zellen. Und bei den T-Zellen ist es halt immer so, dass man nicht irgendeine T-Zelle braucht, sondern ein Gleichgewicht aus unterschiedlichen T-Zell-Populationen. Hier sehen Sie nun die verschiedenen Impfmöglichkeiten. Wir können an eine präexpositionelle Erstimpfung denken, wie es bei BCG ist. Dann können wir vielleicht gegen Infektion und Erkrankung schützen. Wir können dann noch mal boostern oder eine Zweitimpfung durchführen, um den ganzen Effekt zu verstärken.
An nächster Stelle steht dann eine postexpositionelle Zweitimpfung bei Erwachsenen, die bereits infiziert sind, um die Erkrankung zu verhindern oder zumindest zu mildern. Ich werde über die therapeutische Impfung wenig sagen. Schließlich aber gibt es dann noch die Prävention der Rekurrenz, denn etwa 10% der Menschen, die scheinbar medikamentös geheilt wurden, erkranken in den Hochinzidenzländern noch ein zweites Mal. Wir haben also auch hier, sprechen wir dann meist von einer therapeutischen Impfung. Derzeit finden sich 4 verschiedene Gruppen von Impfstoffen in der Entwicklung. Und ich rede nur über die, die bereits die klinischen Studien erreicht haben. Virale Vektoren, wir kennen das aus der Covid-19-Adenoviren zum Beispiel, Protein-Adjuvans-Kompositionen. Und das sind beides Unterheiden-Impfstoffen, die also auf wenige Antigene sich verlassen. Dann gibt es Ganzzellimpfstoffe, entweder abgetötete Mykobakterien oder lebende, attenuierte Mykobakterien. Hier sehen Sie die Liste der einzelnen Impfstoffe in Gelb, Blau, Grün und Rot. Gelb sind die viralen Vektoren, Grün sind die Proteinadjuvantien, Blau die abgetöteten oder Totimpfstoffe und dann in Rot die Lebendimpfstoffe. Ich gebe ein paar Beispiele. 2 Impfstoffe sind derzeit in klinischen Studien relativ weit. Einmal ein nicht replizierendes Influenza-Virus, das Antigene von Tuberkuloseerregern exprimiert. Das ist eine russische Entwicklung. Ein zweiter Impfstoff ist ganz ähnlich wie bei dem Chadox-Impfstoff gegen Covid-19, kommt aus dem Institut von Adrian Hill. Chadox MVA, das wir jetzt ja wieder auch im Gespräch haben wegen Affenpockenimpfungen, also hier eine Prime-Boost-Impfung. Die ganzen Proteinantigene sind 2 bis 4 Fusionsproteine typischerweise, also zusammengeschmolzen auf genetischer Ebene. Wichtig sind hier die Adjuvantien, die eine starke T-Zell-Immunantwort auslösen müssen. Am weitesten geraten ist hier ganz unten dargestellt M72, auf das ich gleich noch mal eingehe. Zu dieser Gruppe können wir natürlich auch die RNA-Impfstoffe zählen, also 3 bis 4 Antigene. BioNTech ist dabei, mit bis zu 4 Antigenen einen RNA-Impfstoff zu entwickeln. Aber das wird noch einige Jahre dauern, bis wir da mehr wissen. Ein Impfstoff hat in einer Phase 2b-Studie bereits gezeigt, dass er einen bestimmten Schutz auslösen kann. Das ist M72-ASO1, also ein Antigen in dem AS01-Impfadjuvans von GlaxoSmithKline, GSK. Dieser Impfstoff zeigte in einer limitierten 2b-Studie etwas über 54% Wirksamkeit gegen Erkrankung in latent Infizierten. Abgetötete Ganzzellimpfstoffe sind ebenfalls in der Testung. Einer hat auch eine Phase 3 erreicht. Das ist Immuvac aus Indien. Sie werden präventiv und therapeutisch eingesetzt. Lebendimpfstoffe sind entweder der MTB-Vec, eine genetische Deletionsmutante, in der 2 Gene deletiert wurden und zwar von M-Tuberkulosis, ursprünglich ein recht mutiger Ansatz, erzeigte sich aber als sicher und befindet sich derzeit in Phase 1-2 Studien. Der zweite ist VPM, ein rekombinant veränderter BCG-Impfstoff, den wir entwickelt haben und der sich nun in 3 Phase 3 Studien befindet, auf die ich gleich nochmal eingehe. Zu dieser Gruppe gehört auch eine experimentelle Zweitimpfung gegen BCG, die durchgeführt wurde von der Gates Foundation und die zeigte etwa 45%igen Schutz gegen Infektion, reingemessen nur über die diagnostische Immunantwort. Also hier zeigt sich, dass eine BCG-Zweitimpfung eventuell auch schon etwas zum Schutz beitragen kann. Und unser Impfstoff VPM1002 beruht im Prinzip auf BCG. Nur sind wir uns sicher, dass wir ihn weiter immunologisch verbessern konnten. Und ich will jetzt hier noch etwas näher darauf eingehen. In experimentellen und präklinischen Studien zeigte sich, dass der Impfstoff sicher ist
und dass er auch immunogen ist und Schutz im Tiermodell zeigt. Er wurde dann an die Vakzine Projektmanagement, später an Serum Institute of India lizenziert. Ihnen ist vielleicht bekannt, dass Serum Institute India der größte Impfstoffhersteller der Welt ist, zumindest nach Dosen. Finanziell ist es noch weiterhin GSK. Skalierbare Großproduktion des Impfstoffs ist gelungen, was mit BCG noch nie gemacht wurde. Also unser Impfstoff auf Basis von BCG kann in Hunderten von Millionen Dosen bereits produziert werden. Hier sehen Sie ein Beispiel, wie dies jetzt aussieht in Pune in India bei Serum Institute of India. Was unterscheidet nun VPM von BCG? Wir haben einen kleinen Trick angewandt. Wir haben ein Protein, das Listeriosin, genetisch in BCG eingepflanzt. Und das bewirkt erstens, dass die Membran des Phagosoms perforiert wird. Ich würde bevorzugt sagen, perturbiert wird. Genau wissen wir gar nicht, was passiert. Also eine Perturbation, die erlaubt nun Antigene raus ins Zytosol, sodass wir neben CD4 auch CD8-T-Lymphozyten stimulieren können. Weiterhin konnten wir zeigen, dass auf diese Weise Apoptose angeregt wird und Cross-Priming, das wurde vorher schon mal erwähnt, Cross-Priming angeregt wird. Schließlich konnten wir dann zeigen, dass diese Perturbation, die ja auch DNA-Stücke rauslässt, über den AIM2 und STING-Pathway Inflammation anregt, transient eine Entzündungsreaktion und dann später deutliche Autophagie und damit verbesserte Antigenpräsentation. Zwei Phase 1 und zwei Phase 2 Studien wurden bereits abgeschlossen. Sie haben gezeigt, dass in Kleinkindern und in Erwachsenen der Impfstoff sicher und immunogen ist. Und wir befinden uns nun in drei Phase 3 Studien, auf die ich jetzt gleich noch mal kurz eingehen möchte. Als erstes die PRIME-Studie in Kleinkindern, in Neugeborenen. Diese Studie will mehr oder weniger genauso eingesetzt werden, VPM, wie BCG, nämlich zur Prävention der Tuberkulose in Kleinkindern. Sie wird derzeit getestet an ca. 7000 Neugeborenen in verschiedenen Studienorten in Subsahara-Afrika, die hier aufgeführt sind. In der Zwischenzeit wurden über 90% der schwangeren Mütter rekrutiert, sodass ich eigentlich jetzt sicher bin, dass in den nächsten Monaten die Studie in der Rekrutierungsphase abgeschlossen ist. Näher gehe ich erstmal nicht drauf ein. Die zweite Studie ist eine Studie, die durchgeführt wurde vom Indian Council of Medical Research. Das ist letztendlich die zentrale Stelle in Indien für Impfstudien, medizinische Studien. Hier handelt es sich um eine Erwachsenenimpfung, und zwar um Kontaktpersonen von neu diagnostizierten Tuberkulosepersonen. Hier steht VPM 1002 im Head-to-Head, im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Immuvac, einem abgetöteten Mycobacterien-Impfstoff und der Placebo-Kontrolle. Rekrutierung abgeschlossen, in der Zwischenzeit bereits auch die Studie abgeschlossen, nämlich ein Jahr nach Beginn der Aufnahme in die Studie, 3 Jahre Nachverfolgung. Ich hoffe auf Daten bereits nächstes Jahr, 2023, obwohl 2024 die Studie erst abgeschlossen sein wird. Die letzte Studie ist eine sehr relativ kleine Studie, Rekurrenz, nämlich Verhinderung des Wiederaufflackerns der Tuberkulose. Lediglich 2000 Teilnehmer, VPM 1002 gegen Placebo-Kontrolle. Die Studie ist etwas verlangsamt in der Zwischenzeit aufgrund der Covid-Situation in Indien. Nur noch einmal zur Rekapitulation. 10% in Indien der Menschen, die als geheilt entlassen wurden von Tuberkulose, erkranken neu, sei es Reinfection, also Reinfektion oder Relapse. Aber da wird dann gleich nach Abschluss der Behandlung geimpft oder nicht geimpft, um zu sehen, ob hier ein Schutz gegen Rekurrenz erreicht wird.
Also, wir haben 3 klinische Studien. Daneben ist auch eine klinische Studie zur Behandlung des Blasenkrebses abgeschlossen, die von Cyril Rentsch durchgeführt wurde. Und hier zeigt es sich, dass VPM deutlich besser ist als die BCG-Impfung mit einer etwa 50-prozentigen Rekurrenzfreiheit über mehr als 60 Wochen in Patienten, Blasenkrebspatienten, die nicht auf BCG ansprachen. Nun, das alles kostet Geld. Bei Covid-19 haben wir ja gesehen, dass es klappt, wenn Geld reinfließt. Jetzt, glaube ich, ist es Zeit für die Tuberkulose-Impfstoffentwicklung etwas nachzuziehen. Dankeschön. Herr Stephan, danke für diesen Überblick sozusagen aus erster Hand. Ich sehe jetzt keine Fragen, ich habe eine Reihe. Wenn du die Zukunft der Tuberkuloseimpfung siehst, ist das nur in Hochprävalenzgebieten, nur für Hochrisikogruppen oder siehst du eine generelle Anwendung weltweit? Also ich glaube, dass wir entweder MDR, XDR Tuberkulose in den Griff kriegen oder nicht. Und die Krisensituation in Ukraine zeigt uns ja gerade wieder, wir wissen, dass in Osteuropa, aber auch in Israel zum Beispiel, MDR, XDR, TB, also extensiv resistente Tuberkulose, Multidrug-resistant Tuberkulose, ansteigt. Ich könnte mir vorstellen, dass in bestimmten Situationen auch eine breitere Impfung in diesen Fällen dann angezeigt ist. Eure Entwicklung ist ja jetzt schon wirklich sehr weit gediehen. 2024 scheint immer weiter, ist aber tatsächlich sehr nah. Und eure Ergebnisse, die GSK-Ergebnisse, sind ja wirklich ein Lichtblick nach vielen Jahrzehnten der fehlenden Lichtblicke. Siehst du das als eine Zwischenstufe an? Sind da weitere Verbesserungen möglich? Oder wird das so ein bisschen wie bei BCG sein? Wenn man das jetzt in die Klinik gebracht hat, dann wird das Jahrzehnte der Standard. Ja, also jetzt spreche ich mal als Wissenschaftler. Wir haben ja VPM schon weiterentwickelt, indem wir noch ein apoptosehemmendes Gen deletiert haben, sodass noch Apoptose noch stärker ist und Cross-Priming, ich kann das gerne erklären ausführlicher, eine bessere Immunantwort möglich ist. Jetzt kommen eben Industrieinteressen rein und da ist es natürlich so, wenn man erstmal einen Impfstoff so weit gebracht hat, möchte man es auch zu Ende bringen, aber da steckt natürlich noch mehr dahinter. Der Wunschtraum aller, auch mir, wäre natürlich, dass es doch sowas gibt wie protektive Antigene bei der Tuberkulose. Wenn man die hat, dann wird man natürlich gerne auf Untereinheiten, Subunit-Impfstoffe gehen. Die Adjuvanzentwicklung ist ja dramatisch und auch bei RNA-Impfstoffen ist es ja ähnlich. Da gibt es gute T-Zell-Antworten. Die Frage wird sein, kommen wir eben mit einer Handvoll mit 3, 4 Antigenen aus oder nicht? Ich bin skeptisch im Augenblick. Für deine Impfung einmal Impfung oder regelmäßige Auffrischung? Na, in der Zwischenzeit wäre es ja so, dass es ein Booster bei BCG wahrscheinlich wäre, wenn es eben für Erwachsene und Adoleszente, also Jugendliche wäre. Später ist, oder die Prime-Studie, die ich gebracht habe, ist natürlich eine BCG-Ersatzstudie. Man muss da auch wieder sagen, prinzipiell ist das Interesse, was für einen Wissenschaftler manchmal ein bisschen enttäuschend ist, erstmal Sicherheit da, das ist nicht enttäuschend natürlich, wir wollen natürlich aber Sicherheit und besseren Schutz, aber bereits bei Sicherheit, besserer, deutlich besserer Sicherheit, zum Beispiel bei HIV-exponierten Babys, wäre es natürlich ein großer Fortschritt. Ja, dann danke ich dir vielmals und dank allen Rednern für wirklich hervorragende Beiträge. Ich habe gerade zu Stephan Kluge gesagt, ich finde, die DGP sollte dieses Symposium für alle zugänglich ins Netz stellen, weil eine bessere Fortbildung können Sie sich gar nicht wünschen. Ich danke dir, Stephan. Ich danke euch allen. Ich wünsche allen noch einen schönen Kongress. Und ich sage es nach jeder Sitzung, es ist einfach toll, dass wir uns wieder treffen.